Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, sehr geehrte Züchterinnen und Züchter, liebe Pferdefreunde. Willkommen hier aus dem Innenhof des Landgestüts Moritzburg. Alles ist vorbereitet für die Hengstpräsentation 2024. An meiner Seite die Landstallmeisterin Dr. Kathi Schöpke. Guten Morgen. Ja, das ist ja ein spannender Termin. Warum ist der eigentlich so wichtig für die Züchterinnen und Züchter? Ja, liebe Züchterinnen und Züchter, zunächst herzlich willkommen zu den Moritzburger Hengstpräsentationen und liebe Frau Gerlach, schön, dass Sie uns wieder durch das Programm geleiten. Die Hengstpräsentationen bieten ja alljährlich den Auftakt in die Zuchtsaison und die Möglichkeit, den gesamten Hengstbestand in Augenschein zu nehmen. Und natürlich sollen sie anregen, sie dienen dazu, Ideen zu entwickeln und auch miteinander in den Austausch zu kommen. Nun haben wir ja dieses Jahr ein Jubiläum, 100 Jahre Hengstparaden. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum sollten Züchter und Züchterinnen eigentlich beide Termine, Hengstpräsentation und Hengstparade, wahrnehmen? Ja, die Hengstparaden natürlich ein sehr großes Event am Ende der Zuchtsaison, aber die Hengstpräsentationen zu Beginn, die geben natürlich einen ganz aktuellen Eindruck zu den Hengsten. Sie bieten vor allen Dingen erstmals den Einblick oder den Blick auch auf die Neuzugänge und die Züchter können dabei sehr dicht dran sitzen auf der Tribüne oder vor dem Bildschirm und viele Dinge einfach auch sehr detailliert zu Gesicht bekommen. Und was erwartet uns jetzt bei der Hengstpräsentation 2024? Was für eine Kollektion wird aufgeboten? Ja, es ist gelungen, wieder ein sehr qualitätsvolles Lot an Hengsten zusammenzustellen. Natürlich ganz interessante Neuzugänge von den Kürplätzen, aber auch die Turniersport- und nachkommenerprobten Vererber sind wieder mit in der Kollektion zu finden. Also, freuen wir uns jetzt auf die Hengstpräsentation 2024. Viel Vergnügen! Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, damit beginnen wir auch schon direkt mit der Vorstellung der Hengste. Und für die Kommentierung hat neben mir Platz genommen Dr. Matthias Görbert, der langjährige Leiter und Direktor der Sächsischen Gestützverwaltung. Wir beginnen in altbewährter Weise mit unseren sächsisch-thüringischen schweren Warmbluthengsten. Und bevor wir hier in die Einzelvorstellung der Hengste gehen, haben wir vor den vier Hauptlinien jeweils noch einmal eine Übersicht zu den Nachkommen dieser Linien vorbereitet. Insgesamt sind zum Zeitpunkt 9 Hengstlinien des schweren Warmblutes im Landgestüt Zucht aktiv. Im Innenhof des Landgestütes sind 6 Hengste aufmarschiert, die alle auf den Linienbegründer Lord I zurückgehen, der 1937 aus Ostfriesland kommend hier im Landgestüt seine Beschälerlaufbahn begonnen hat. Es ist toll, dass eine so alte Linie erhalten geblieben ist. Die 6 Hengste, die wir heute haben, gehen alle auf den Lord Brownsohn Lombard zurück. Es sind Lombardino, Lomitas mit seinem Sohn Loriot und dessen 3 Söhnen Lancelot, Lord Landy und Lessing, sowie der Lombardsohn Lombardo. Ich bin Jens Schladitz, bin Deckstellenleiter in der Deckstation Mila und an der Hand habe ich Lancelot, ein Sohn des Loriot. Er war Siegerhengst seiner Körung und stand 2022 in Mila auf Deckstation. Hat dort im letzten Jahr seinen ersten Fohlenjahrgang gehabt, mit dem wir überaus zufrieden waren. Es waren sehr typvolle und sehr bewegungsstarke Fohlen. Es waren viele Championatsfohlen dabei, unter anderem das Siegerfohlen der Hengste beim Fohlenchampionat in Thüringen, von dem der Züchter Christoph Wehner ist. Es war ein Fohlen von Lancelot aus der Blume. Lancelot, ein Hengst, über den wir im Zuchtgebiet sehr froh sind, war er doch 2021 Siegerhengst von Loriot aus der Aldea von Elbkapitän und dann weiter auf Excellent P zurückgehend, damit auf Elblingen ingezogen. Und er war nicht nur Siegerhengst 2021, sondern auch Sieger der Hengstleistungsprüfung 2022. Ein Hengst mit sehr schönem Seitenbild, großzügig in der Linierung, sehr gut eingeteilt, dazu sehr schöne, schwungvolle Grundgangarten mit viel Takt zeichnen ihn aus. Bei ihm ist wirklich gut, dass er auch aus einer Stutenfamilie kommt, wo schon 2 Hengste daraus gekürt wurden, nämlich der Klöckner, der dann später in Polen gewirkt hat, und der Lordino vom Mönchshof, sowie das S-erfolgreiche Farbpferd Enzo von Excellent P. Nachdem Lancelot sein erstes Deckjahr und Zuchtjahr in Mila auf der Deckstation verbracht hat, ist er dann in die Ausbildung hier nach Moritzburg genommen worden.
Wie bereits von Dr. Görbert erwähnt, hat er zunächst die Hengstleistungsprüfung gewinnen können und ist dann gemeinsam von Obersattelmeister Dirk Hofmann und Gestütsoberwärter Phil Teifel ausgebildet und auf den Turniersporteinsatz vorbereitet worden. Im Jahr 2023 war es dann die erste gemeinsame Turniersaison für beide, für Phil Teifel und auch für Lancelot, sodass die ersten Eignungsprüfungen bereits erfolgreich absolviert werden konnten. Und dann natürlich der absolute Höhepunkt der Turniersaison, das Bundeschampionat, die Moritzburger Championatstage, wo die beiden zunächst in der Einlaufprüfung schon mit beeindruckender Leistung, dann aber einem Ball im Kegelfahren auf Platz 2 landeten. Und dann im Finale, wir sehen hier auch Ausschnitte aus dem Fremdfahrertest, hier nicht nur das Publikum, sondern auch die Richter und vor allen Dingen den Fremdfahrer begeistern konnten. Hier die Fremdfahrernote 10,0, die hier von Herrn Koller vergeben wurde. Dreimal die Note 9,5 und noch einmal die Note 10,0 für den Gesamteindruck. Und am Ende der verdiente Titel des Bundeschampions 2023. In diesem Jahr wird Lancelot über die künstliche Besamung die Besamungsstation in Moritzburg zur Verfügung stehen. Im Innenhof hat nun Aufstellung genommen Lord Landy. Er wird hier vorgestellt von Gestützwärter Sascha Zielske, der ihn in den ersten beiden Jahren seines Zuchteinsatzes bei sich auf der Station in Plon im Vogtland betreut hat. In diesen ersten beiden Jahren hat Lord Landy sehr gut gewirkt. Er hat im Jahr 2023 einen sehr guten ersten Fohlenjahrgang präsentiert. Alle Nachkommen zeigten sich sehr typvoll mit dunkler Jacke und den markanten Abzeichen. Sie sind sehr bewegungsstark und meines Wissens befinden sich bereits zwei auch in der Hengstaufzucht. Lord Landy von Loriot, aus der Elektra von Elbling, Elkana von Valerius und seine Urgroßmutter Elfe geht auf die bekannte Hengstmutter Eiche von Eros zurück, die in Mila ja die Hengste Eichfalk 1 und 2. Darüber hinaus Veltin und Uranus stammen ebenfalls aus dieser Stutenfamilie. Der Lord Landy als Reservesieger seiner Körung 2021, ein überragender Prämienhengst, der auch die Hengstleistungsprüfung mit 8,19 Punkten absolviert hat und damit wirklich eine überdurchschnittliche Prüfung hinlegte. Ein Hengst, der durch seine langen Linien, das Rechteckformat, dabei aber schöne Selbsthaltung, ausdrucksvolles Gesicht und eine bestens nach bergauf konstruierte Oberlinie aufweist. Dazu kraftvoller Antritt aus dem Hinterbein und wie auch hier im Video zu sehen, die sehr gute Selbsthaltung. Und wenn Sie den Bewegungsablauf hier sehen, mit sehr schönem Trabablauf und sehr guter Qualität im Schritt und auch Galopp. Der Hengst Lessing, Prämienhengst der Körung 2020 aus dem ersten Jahrgang des Loriot, hier aus einer der besten Stutenfamilien unseres Zuchtgebietes, nämlich der Serena-Familie, aus der Stute Sherry von Elbling, Stella von Kapitän. Aus dieser Familie sind ja die Hengste Gero, Elbkapitän, Lombardino, Veritable, Veritalis, Cayano und Lombardo hervorgegangen, sowie 172 eingetragene Stuten. Also ein wirklich abgesicherter Stutenstamm. Der Hengst selber ein echter Vertreter seiner Rasse mit allen Merkmalen ausgezeichnet, nämlich Robustheit, Solidität, aber auch einem beeindruckenden Bewegungsablauf, der mit Aktivität aus dem Hinterbein und mit sehr schöner Selbsthaltung, was auch hier im Galopp zum Ausdruck kommt, zu sehen ist. Und genauso ist es bei seinen Fohlen deutlich wiederzuerkennen. Wann immer sie auf den Fohlenschauen auftauchten, waren sie auffällig durch diesen sehr kraftvollen, akzentuierten Bewegungsablauf, der sehr rassetypisch zum Ausdruck gebracht wird.
In diesem Jahr wird er auf der Deckstation in Plon in den Einsatz gehen. Der Lomitas-Sohn Loriot gehört zu den Hauptbeschälern im Bestand, denn er hat mittlerweile 4 gekörte Söhne gebracht, den Sieger Lancelot, den Reservesieger Lord Landy, den Reservesieger der letztjährigen Körung von 2023 und den Prämienhengst Lessing aus unserem Bestand. Und Loriot, bei ihm fiel bei der Körung schon damals auf, dass er sehr ebenmäßig mit viel Aufrichtung, dazu einem ganz aktiven Hinterbein sich auszeichnete. Er hat sich hervorragend entwickelt, entsprechend seiner Abstammung auch ein sehr wertvoller Hengst. Ist er geworden, mütterlicherseits geht auf den Stamm der Emmy zurück, woraus die Hengste Lopez von Lord und Miller von Milano hervorgegangen sind und eine ganze Reihe guter Sportpferde. Loriot selbst ist ja ebenfalls im Sport ganz erfolgreich im Einsatz gewesen. An den Leinen von Obersattelmeister Dirk Hofmann war er Bundeschampion 2019, er war Vize-Bundeschampion 2021 und Finalist der Weltmeisterschaften der jungen Farbpferde. Ja, ein Pferd, was beeindruckt, was auffällt, immer mit ganz viel Präsenz, Aufrichtung, Selbsthaltung und dabei nahezu tänzerisch sich bewegend mit diesem sehr aktiven Hinterbein und der Kadenz im rassetypischen Ablauf des Vorderbeins. Ja, und er ist auch ein ganz typisches Vorderpferd, da ja auch vielfach in den Mehrspännern im Einsatz gewesen, ebenso wie sein Vater Lomitas, der über viele Jahre den 16er Zug des Landgestütes anführte und noch heute im polnischen Zuchtgebiet im Einsatz ist. Loriot wird in diesem Jahr über die Besamungsstation in Marlieshausen in den Einsatz gehen. Lombardino, ein Hengst, der voll im Rassetyp steht, der nicht zuletzt deshalb herausragender Siegerhengst der Körung 2012 bereits gewesen ist, von Lombard aus der Sherry von Elbling, aus der berühmten Serena-Familie. Und Sherry ist ja auch die Mutter des Lessing, den Sie bereits gesehen haben. Dieser substanzvolle Hengst, dort ist immer wieder zu sagen, seine gute Vererbung kommt vor allen Dingen auch, da die Mutter Sherry die Vollschwester des Elbkapitäns ist, die auch Siegerstute der Elite-Stutenschau 2007 gewesen ist und der Lombardino in den großen Gespannen des Landgestütes zu den Hengstparaden immer als eine ganz verlässliche Größe zu werten ist. Und diese Zuverlässigkeit von ihm ist das, was er auch seinen Nachkommen mitgibt. Der schwarzbraune Lombardo, 2017 geboren, hat sich zur Körung 2019 sehr gut in Szene setzen können, sodass er dort das positive Körurteil erhielt. Und jetzt als ziemlich ausgereifter Beschäler beeindruckt er doch vor allen Dingen durch seine Maskulinität, dazu die gute Selbsthaltung und Ausstrahlung, die er hat, wenn er sich hier im Innenhof präsentiert. Zur Hengstleistungsprüfung 2020 war er auf dem ersten Platz. Er kommt aus der Stutenfamilie der Serena mit 13 gekörten Hengsten, damit die am stärksten im Zuchtgebiet vertretene Mutterfamilie, war Vize-Bundeschampion 2021 und erhielt auch vom Fremdfahrer die Traumnote von 10,0. Ja, ein Hengst mit bester Substanz, mit viel Kaliber, also auch als Karossier bestens prädestiniert. Das gibt er auch an seine Nachkommen weiter, ebenfalls den ganz charakteristischen und rassetypischen Ablauf, den er gerade im Trabe hier so eindrucksvoll präsentiert.
Der sportliche Bezug kommt auch auf der Mutterseite wieder zum Vorschwein. So ist die Mutter Santa Fe von Veritas Ellington. Auch die Vollschwester der gekürten Hengste Veritable und Veritales. Veritable war ja 2016 Bundeschampion der schweren Warmblüter sowie Fünftplatzierte zu den Weltmeisterschaften der fünfjährigen Farbpferde. Lombardo wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Brauna in den Deckeinsatz gehen. Mein Name ist Tom Höhne. Ich habe hier 3 Jahre meine Ausbildung zum Pferdewirt Haltung und Service erfolgreich absolviert und bin dann im Jahre 2022 das erste Mal auf die Deckstation in Seelitz gekommen. Seelitz liegt im Kreis Mittelsachsen in der Nähe von Mittweida. Bin seit 2022 dort mit ca. 4 Hengsten stationiert. Meistens sind es 2 schwere Warmbluthengste, ein Haflingerhengst und ein deutsches Sportpferd. Das sind die Rassen, die in der Region am meisten vertreten sind und auch bei den Züchtern sehr gut angenommen bzw. nachgefragt werden. Wenn ein Hengst gefragt ist, der jetzt nicht bei mir mit auf Station steht, dann haben wir auch in Seelitz die Möglichkeit, dort die Stuten direkt vor Ort zu besamen bzw. mit dem Tierarzt dort zusammenzuarbeiten und die Zuchtsaison für die Züchter möglichst erfolgreich zu gestalten. Natürlich steht dort in Seelitz, was auch ein großer Vorteil in Seelitz ist, eine Koppel zur Verfügung, was die Hengste auch deutlich genießen, sich einfach mal frei zu bewegen, das Grün, die Luft, alles zu spüren und zu erleben. Und das macht eigentlich das Stationsleben auch aus. Es wird nie langweilig, man hat mit sehr vielen Leuten zu tun, mit sehr vielen Pferdeinteressierten, mit den Züchtern. Also es ist wie eine kleine Züchterfamilie, die man sich auf seiner Deckstation aufbaut, wo man auch wirklich den Rückhalt hat und was einfach auch über die Jahre Spaß macht und sich immer mehr entwickelt. Ja, die nächste Hengstgruppe sind die Nachkommen des Valerius, die letztendlich als Linie zurückgehen auf den englischen Vollblüter Felton, der im hannoverschen und Oldenburger Gebiet in den 50er und 60er Jahren gewirkt hat. Und 1964 kam zur Oldenburger Körung der Hengst Fentus zum Ankauf für das Landgestüt Moritzburg. Ein nur 1,57 Meter sprühender Rapphengst mit viel Ausdruck, dessen Sohn Vasall dann hier im Zuchtgebiet sehr gute Nachkommen hinterlassen hat, die vor allem sich durch große Leistungsbereitschaft auszeichneten. Und sein Sohn Vagant war dann derjenige, der heute noch in den Stutenstämmen oft vertreten ist. Und sein Sohn Valerius wurde ein richtiger Hauptvererber, der hier in Moritzburg übrigens auch geboren wurde. Und mit seinen Söhnen Veritas, dessen Söhne wiederum der Veritalis und von dem Privatbeschäler Veit Vitus heute noch im Bestand sind. Dann der direkte Valerius-Sohn Valencio, der ja Weltmeister der jungen Farbpferde gewesen ist, und der Privatbeschäler Veltin, von dem heute hier im Landbeschälerbestand die Hengste Victor und Valentino sich befinden. Valencio war zu seiner Körung 2012, 2013 noch etwas unterentwickelt und hat sich danach hervorragend weiter bemuskelt, sodass er heute zu den wirklichen Hengstpersönlichkeiten zählt. Sein Vater Valerius hat ja 34 Kinder in Klasse S im Fahrsport, dazu 7 gekürte Söhne und 54 Staatsprämienstuten. Dieser Mutterstamm ist der Stutenstamm der Gritta, der als äußerst vererbungssicher und prägend für die schwere Warmblutzucht über das Haus von Gerd Pohlers in Reinholzhain heute zählt. Und die Urgroßmutter Gesine war ja Klasse S vielfach siegreich, brachte die Hauptvererber Elbling und Ellington und auch die Stute Gitta, die Vollschwester zu Ellington.
Unvergessen die sportlichen Erfolge des Valencio. 2015 wurde er Bundeschampion an den Leinen von Dirk Hofmann und im Folgejahr begeisternder Weltmeister der jungen Farbpferde in Mezőhegyes im Alter von 6 Jahren. Valencio wird in diesem Jahr noch einmal auf der Deckstation in Seelitz bei Deckstellenleiter Tom Höhne in den Einsatz gehen. Veritas ist, wenn man so will, der Grand Seigneur unter den Hengsten hier im Landgestüt. Er ist dieses Jahr 25 Jahre alt und damit ein Hengst, der etwas erreicht hat, was so schnell ihm keiner nachmachen wird. Valerius, sein Vater, die Mutter Fete von Eros aus der Felicitas von Geometer, also zweimal englisches Vollblut, hier im Pedigree vertreten. Dadurch auch die Eleganz seiner eigenen Erscheinung, andererseits aber auch seine Vererbung, die immer noble, edle Pferde hervorgebracht hat, vor allen Dingen im Stutenbestand. Es gibt aber auch eine Reihe Hengste von ihm, die das Zuchtgebiet prägen. Und Valerius kommt auch als Fohlenmacher nicht aus der Mode. So stellte er im Jahr 2023 sowohl bei den Stutfohlen als auch bei den Hengstfohlen das Championatssiegerfohlen im Zuchtbezirk Sachsen. In diesem Jahr wird er noch einmal erneut wirken können auf der Deckstation in Dittersbach. Und dann kommen vielleicht zu den nun schon 92 Nachkommen im Turniersport noch ein paar mehr dazu. Veritalis gehört zu den sehr eindrucksvollen jüngeren Hengsten des Landgestütes. Er wurde 2018 gekürt und gefiel dort schon durch seine herrliche Selbsthaltung und stellte sich dann in der Ausbildung auch als wirklich sehr beeindruckendes Wagenpferd mit viel Ausdruck in der ganzen Erscheinung heraus, dabei immer fleißig marschierend. Und Veritalis gehörte zu den Hengsten, die auf vielen Deckstationen für diese Saison nachgefragt waren. Und er wird aber auf der Station in Plon zum Einsatz kommen, wo er auf eine solide Stutenbasis trifft, die gut zu ihm passen wird. Und es wird einmal mehr die bewährte Stutenfamilie der Serena über Veritalis dort zum Einsatz kommen. Die Mutter ist eine der leistungsstärksten Stuten des Zuchtgebietes, die Sonate von Ellington und Gerling. Neben Veritalis hat sie den gekürten Hengst und Bundeschampion Veritabel hervorgebracht, sowie die Vollschwester Santa Fe, die wiederum als dreifache Hengstmutter in Erscheinung getreten ist. Vater Veritas kann mit Veritalis einmal mehr seine Bewegungsqualität weitergeben. Veritalis empfahl sich sportlich bereits als Sieger seiner Hengstleistungsprüfung, aber auch als mehrfacher Finalist des Bundeschampionats, wobei er insbesondere auch bei den 7-Jährigen durch seine beeindruckende Leistung im Gelände zu punkten wusste. Viktor, 2022 zur Körung, beeindruckender Rappe, der auf Veltin, den Valerius-Sohn, zurückgeht und mütterlicherseits über die Koko von Golden Eye auf die Stute Cora von dem dänischen Oldenburger Markant und damit auf eine anerkannte dänische Oldenburger Familie zurückzuführen ist. Ein Hengst, der durch Vollblut geprägten, schweren Warmblut-Rassetyp geprägt ist und der durch seine schön formierte Halsung, die gut gelagerte Schulter und wirklich 3 ausgeglichene gute Grundgangarten gefallen kann. Durch seine Genetik trägt Viktor zur Erweiterung der genetischen Variabilität innerhalb der schweren Warmblutpopulation bei und er ist zudem einziger rappfarbener Vertreter der V-Genetik im Zuchtgebiet. Hier im Video setzt er sich in wunderbarer Weise unter dem Sattel in Szene. Das konnte er auch bereits im Wettbewerb tun.
im Rahmen der Moritzburger Championatstage 2023 siegte er eindrucksvoll in der Reitpferdeprüfung für schwere Warmblüter mit einer Wertnote von 8,2 und erhielt dabei die 9,0 für den Galopp und die 8,5 für den Trab. Der Hengst wird in diesem Jahr bei Gestütsoberwärter René Gebhardt in Ottmannsdorf in den züchterischen Einsatz gehen. Der braune Vitus von Veit und damit Veritas Valerius mütterlicherseits geht dieser Hengst ebenfalls auf eine Valerius-Stute zurück, also ingezogen und damit diese wertvolle Genetik weitertragend. Ein Hengst, der hier im Landgestüt sich großer Wertschätzung erfreut, so wie landläufig gesagt wird, solche Pferde wie Vitus, die gehen auf jeder Kante. Und das zeichnet auch seine Nachkommen aus, die sich durch sehr guten Charakter und gutes Temperament auszeichnen, umgänglich sind, in verschiedensten Nutzungsrichtungen zu gebrauchen sind, sowohl unter dem Sattel als auch vor dem Wagen. Und das trifft auch für Vitus zu, der sowohl in den Mehrspännern als auch, wie hier zu sehen, in der gerittenen Fahrschule ein sehr gutes Bild abgibt. Seine Leistungsprüfung absolvierte er als Zweiter mit 8,04 und sein Vollbruder Welkau ist sportlich erfolgreich. Er war Zweiter der Weltmeisterschaft der jungen Farbpferde 2021. Vitus wird in diesem Jahr in die Verpachtung gehen nach Arnstadt Angelhausen zu Familie Unger. Ich freue mich heute ganz besonders, Ihnen einen besonderen Hengst vorstellen zu dürfen, den Vize-Bundeschampion sowie Vize-Weltmeister der jungen Fahrpferde 2023, Valentino. Valentino, ein Sohn des Veltin aus einer Elitärmutter, kam im Frühjahr 2023 zu mir in den Stall auf die Vertragsstation nach Krumbach. Wir begannen unsere Arbeit miteinander und es stellte sich schnell heraus, dass er im Umgang, im Stall, beim täglichen Misten, Putzen, ein wahrer Gentleman ist, sich fair dem Menschen gegenüber verhält, immer korrekt, ehrlich, brav. Dies setzt sich in der Arbeit, im täglichen Training weiter fort. Er ist ein Hengst, der immer bestrebt ist, das Beste zu geben, korrekt in der Arbeit. Was ihn besonders auszeichnet, denke ich, ist sein hervorragender Schritt. Immer schreitend, fleißig durch den Körper, mit viel Übertritt. Im Trabe ein Pferd mit viel Schub aus der Hinterhand, immer nach vorne schreiten, taktsicher im Trab. Mit viel Aktion, vor allem in der Vorhand, was für uns in dem Fahrsport natürlich auch sehr wichtig ist. In der Arbeit immer bestrebt, alles korrekt zu machen, das Beste zu geben. Dies setzte sich auch in den vielen Turnierteilnahmen, die wir beide bestritten haben, weiter fort. Immer konzentriert bei den Turnieren, mit doch viel Erfolg, den wir beide verbuchen konnten. Der Höhepunkt, denke ich, in der Saison 2023 war die Teilnahme der Weltmeisterschaft der jungen Fahrpferde in Frankreich. Den weiten Weg haben wir auf uns genommen und er hat sich gelohnt. Valentino hat alle Tage das Beste gegeben und wir sind mit einem hervorragenden zweiten Platz heimgekommen. Ich denke, ein Hengst, der sich durch viel Charme, Schick und vor allem sehr guten Charakter auszeichnet, mit guter Leistungsbereitschaft in der Arbeit und vor allem ein Pferd, was wir uns als Fahrer, als Sportler im großen Sport, im internationalen Sport wünschen. Schon zur Körung präsentierte sich Valentino als ganz modernes Fahrpferd, äußerst bewegungsstark. Und es ist sehr erfreulich, dass mit der neu begonnenen Kooperation mit der Vertragsstation in Krumbach und Herrn Lars Krüger sogleich diese sportlichen Erfolge für Valentino im Jahr 2023 erzielt werden konnten. Über die Besamungsstation im Hauptgestüt Graditz wird Valentino in diesem Jahr einer breiten Züchterschaft zur Verfügung stehen. Der Elbkapitän hat ja hier als Hauptvererber im Zuchtgebiet sich einen Namen gemacht. Er geht zurück auf Elbling und
dessen Vater Elton und er wiederum der Elton, ein Sohn des Eros, der 1964 nach Moritzburg kam und viele Jahre als 16er zu Spitzenpferd gegangen ist. Elton, seine Söhne Elbling und Ellington, Elblings Sohn Elbkapitän hier im Innenhof mit Elbgraf, gefolgt von Espresso, der wiederum mit seinem Sohn Eichendorf an dritter Stelle, gefolgt als vierter Elitär bis 2023 im Deckeinsatz und als fünfter der Elbstern, der Siegerhengst der letztjährigen Chöre. Im Hengstbestand noch vertreten aus der Linie des Eros ist der Ellington-Sohn Ehrenwert mit seinem Sohn Ehrenwort, die hier im Innenhof nicht zu sehen sind, aber dann in der Einzelvorstellung präsent sind. Mit Elbstern präsentiert sich der aktuelle Siegerhengst der Moritzburger Hengsttage von 2023. Ein Hengst, der vor allem durch seine Grundgangartenvorstellung und gute Schwungentwicklung sehr gefallen konnte zur Körung und dadurch auch alle Blicke auf sich lenkte. Die Abstammung ist ja auch nicht ganz ohne. Elbkapitän, der am letzten Jahr leider von der Bühne als Beschäler abgetreten ist und nun seinen Ruhestand in Graditz in einer Pensionärsbox verbringen kann, ist hier der Vater und die Mutter Santa Fe von Veritas aus der Sonate von Ellington. Diese Stute ist Vollschwester des Veritalis und auch des Veritabel und damit dreifache Hengstmutter, nämlich der Vizebundeschampion Lobardo, Excalibur und Elbstern. Die Vollschwester des Elbstern war Reservesiegerin des Stutenchampionates 2023 in Wolfersdorf. Seit Dezember letzten Jahres sind die jungen Hengste nun im Landgestüt beheimatet. Sie wurden zunächst an die Ausrüstung gewöhnt, schonend angeritten. Und hier vor dem Wagen sehen wir jetzt den Elbstern zum dritten Mal in der Anspannung vor dem Wagen. Und immer wieder toll, wie unsere schweren Warmblüter sich unkompliziert und sachlich einfahren lassen, was für uns ja eine sehr wichtige Eigenschaft ist. Und der Elbstern bewegt sich hier schon wunderbar locker und auch ausbalanciert mit viel Kraft, Fleiß und Abdruck. Ja, so zeigte er sich auch im Rahmen seiner Körung und wie wir jetzt hier sehen, unter dem Sattel, wo er schon mit guter Anlehnung sehr leistungsbereit und willig sich hier in die Arbeit nehmen lässt. Von diesem Hengst erhoffen wir uns zukünftig noch viel im Hinblick auf seinen Einsatz in Zucht und Sport. Elbstern wird seine erste Decksaison verbringen auf der Deckstation in Seelitz bei Gestütswärter Tom Höhne. Der 2009 geborene Elbgraf zählt zu den besten Söhnen seines Vaters Elbkapitän, dem er in vielem ähnelt. Mütterlicherseits geht er auf die Stute Nena von Lord I, Novelle von Vagant, zurück. Und damit ist die Nena Vollschwester des Championatshengstes Lord Brown I und dessen Vollbruder Lord Brown II. Sie selbst war auch Finalistin des Bundeschampionats 2005. Elbgraf entstammt einer der erfolgreichsten Stutenfamilien und war 2013 Sieger im Bundeschampionat der schweren Warmblutfahrpferde mit Obersattelmeister Dirk Hofmann. Auf den Fahrchampionaten sind auch immer wieder die Nachkommen des Elbgraf vertreten. Eine der derzeit prominentesten Nachkommen ist die Elbgräfin FST, die an den Leinen von Marleen Fallack im internationalen Turniersport bis zur schweren Klasse bereits sehr erfolgreich ist. Ebenfalls seine Tochter Laurentia, die 2020 Dritte des Bundeschampionats mit Jessica Wächter wurde.
Elbgraf wird über den Einsatz in der künstlichen Besamung seine bereits jetzt gute Nachkommenbilanz mit 13 Nachkommen im Turniersport und dem gekürten Sohn Elias fortsetzen können. Elbgraf wird in diesem Jahr die Box seines Vaters, Elbkapitän, im Hauptgestüt in Graditz in der dort verordneten Besamungsstation beziehen. Espresso gehört zu den Hengsten, die man als Zuchtzielmodell bezeichnen kann. Adel, Kaliber, Ausgeglichenheit im Wesen. Ein Hengst, der einfach für sich einnimmt. Mit ausdrucksvollem Gesicht, großem Auge, dazu äußerst umgänglich und angenehm im Temperament. Und das war es auch, was ihn zum Siegerhengst der Körung 2016 gemacht hat. Elbkapitän, der sicher vererbende Vater im Hintergrund, dazu die Mutter Andorra von Epos, die ebenfalls zu den besten Stuten des Zuchtgebietes mitzählt. Und der Hengst hat nicht nur durch seinen Typ beeindruckt, sondern auch durch seine ausgeglichenen Bewegungen, die er in allen drei Grundgangarten zu zeigen in der Lage ist. Espresso verfügt zudem über zwei äußerst erfolgreiche Vollschwestern. Das ist zum einen die Amsel M, die als Siegerin des Stutenchampionats avancieren konnte, und zum anderen die bekannte Stute Adele M. Sie war Bundeschampioness 2018, zweimalige Weltmeisterin der jungen Farbpferde mit zwei verschiedenen Fahrern. Bei den Nachkommen schätzen die Züchter sehr hoch, dass sie über einen ausgeglichenen Charakter, ein zuverlässiges Temperament verfügen und sich gerade in der beginnenden Arbeit des Einfahrens und Anreitens als sehr unkompliziert erweisen. Gleichzeitig vererbt er sich sehr einheitlich im Typ und Erscheinungsbild, sodass hier gute Passgespanne zu erwarten sind. Espresso verfügt bereits über drei gekürte Söhne und er wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Dittersbach bei Gestütz-Oberwärter Uwe Herrmann im Zuchteinsatz stehen. Mit Eichendorf empfiehlt sich ein besonders statiöser und nobler Sohn des Espresso. Ja, Eichendorf, wie gesagt, in exzellenter Typausprägung und ein ganz harmonisches Exterieur aufweisend, gleichzeitig aber mit hoher Funktionalität ausgestattet, eine gut konstruierte Gruppe, die gut gelagerte Schulter, der entsprechend passend lange und gut schwingende Rücken, sodass er auch mit seinem Hengstleistungsprüfungsergebnis von 8,3 für diese gute Leistungsfähigkeit belegen kann. Ja, er stammt aus gutem Hause, geht auf den Stutenstamm der Sibylla zurück. Seine Mutter Stella von Veneziano ist bereits Hengstmutter des Prämienhengstes Edelstern. Und seine Großmutter Celine von Erbe ist die Vollschwester des früheren Landbeschälers Esprit. Eichendorf hat in seinen ersten Fohlenjahrgängen sehr typvolle und auch bewegungsstarke Fohlen aufweisen können. Er selbst siegte in der Reitpferdeprüfung im Rahmen des Bundeschampionats 2021. In diesem Jahr wird er auf der Vertragsstation in Bad Sulza im Einsatz sein. Der substanzvolle Ehrenwert wurde 2014 geboren und war Reservesieger der Körung 2016. Wir hatten damals schon geglaubt, dass wir von Ellington nie mehr einen Sohn bekommen werden. Und Ehrenwert war dann glücklicherweise die qualitätsvolle Ergänzung des Hengstbestandes aus seiner Nachkommenschaft. Die Mutter Larina von Elixier, dann weiter über Lorette auf Lord 1 zurückgehend, brachte nicht nur diesen tollen Hengst, sondern auch seine Vollschwester FST Laurin, die Vize-Weltmeisterin gewesen ist und auch im Bundeschampionat
siegte. Ehrenwert, ein harmonischer, gut proportionierter Hengst mit viel Substanz und Kaliber, der mittlerweile auch mit Ehrenwort den ersten gekörten Sohn gebracht hat, der Siegerhengst seines Jahrganges gewesen ist. Ehrenwert wird in diesem Jahr erneut auf der Deckstation in Ortmannsdorf bei Gestütz-Oberwärter René Gebhardt aufgestellt sein. Der Siegerhengst der Körung 2020, das ist Ehrenwort. Ein Sohn des Ehrenwert, dieses Ellington-Sohnes, mütterlicherseits über die Espe von Lord Braun und die Efi von Erbe sehr interessant gezogen. Die Mutter war Reservesiegerin der Elite-Studenschau 2011, die zweite Mutter Siegerin der Elite-Studenschau ihres Jahrganges und zweite der Leistungsprüfung. Sie geht auf den leistungsstarken Stutenstamm der Barbara von Helmstedt zurück, woraus bereits 19 gekörte Söhne stammen, darunter Edino, Colombo, Frieder, um nur die drei zu nennen, sowie internationale Erfolgspferde, auch hier genannt Tessa FST von Valerius, El Cora von Colombo und Charlie Brown von Celsius. Ehrenwort beeindruckte uns nicht nur zunächst als Siegerhengst seiner Körung und Sieger seiner Leistungsprüfung mit 8,85, sondern war auch in seinen ersten Turniereinsätzen sogleich erfolgreich. So war er platzierter Finalist des Bundeschampionats der schweren Warmblut-Farbpferde im Alter von 4 Jahren. In diesem Jahr wird er auf der Deckstation in Nordhausen in den Einsatz gehen. ...1964 vom Oldenburger Hengstmarkt kam der Sohn des Anglo-Normannen Condor Kabinett nach Moritzburg. Er hat dann mit seinem Sohn Canton und dessen Sohn Centimo hier wieder die ganze Zucht neu in Gang gesetzt. Und Celtis ist dann derjenige, der mit 2 Söhnen vertreten war, nämlich Celsius und Kadett. Kadett sehen wir hier an 2. Stelle und Celsius Sohn Capitano geht an der Spitze dieser kleinen Abteilung, gefolgt dann von seinem Sohn Claudius und dann wieder nach dem Alter geordnet der Kadettsohn Cäsar und am Ende der Capitano Enkel Centurio von Casco. Capitano von Celsius aus der Blume von Veritas war einer der charmantesten Hengste, die wir in den letzten 10 Jahren zu den Körungen gesehen haben. Reservesieger seiner Körung 2014. Immer wieder auffallend die bestens gelagerte Halsung und die gute Schulterpartie sowie die Gruppenformation, die ihm ermöglichen, einen herausragenden Bewegungsablauf zu entwickeln. Der Körung folgte der Vize-Bundeschampionatstitel 2011 und er geht ja auch auf den erfolgreichen Studenstamm der Angelica zurück und vereint nahezu alle großen Blutströme der schweren Warmblutzucht in seinen Adern. Zu den Moritzburger Hengsttagen, das sei besonders erwähnt, stellte er den Siegerhengst der Körung 2018, Claudius, und den Vollbruder 2019, den Hengst Casco, als Reservesieger. Capitano hat sich bei seinen Nachkommen nicht nur züchterisch einen Namen gemacht, sondern auch sportlich. So sind mittlerweile über 30 seiner Nachkommen im Turniersport registriert. Darunter auch 2 ganz erfolgreiche Teilnehmer des Bundeschampionats, wie beispielsweise die Euphorie, die 2022 den Titel der Bundeschampioness davontragen konnte.
Auch zu den Weltmeisterschaften der jungen Farbpferde im letzten Jahr 2023 vertraten zwei Capitano-Nachkommen das Zuchtgebiet. Bei den Mitarbeitern des Landgestütes und auch bei den Lehrgangsteilnehmern an der Landesfachschule für Reiten und Fahren in Moritzburg ist Capitano vor allen Dingen durch seine guten Fahreigenschaften, die Leistungsbereitschaft und Ausgeglichenheit und die gute Ausbildung sehr beliebt. Centurio wurde im vergangenen Dezember zur Körung in Moritzburg gekört, zeigte sich dort besonders typvoll und ausdrucksstark, da er auch aus einem sport- und zuchterfolgreichen Stamm hervorgeht. Der Vater Casco von Capitano ist sicher einer der interessantesten jüngeren Hengste des Zuchtgebietes. Und hier aus der Eiche von Valerius auch eine sehr, sehr gute Genetik dahinter sich befindend. Die Mutterfamilie der Rosina brachte schon eine ganze Reihe interessanter Hengste, darunter die dritte Mutter, die Vererber Eichfalk 1 und 2, weiterhin über den Tochterzweig der Elfe von Edelfalk Elkana von Valerius, die Bundeschampionatsfinalistin Elektra mit Marlene Fallack 2016. Und diese Elektra ist auch gleichzeitig die Mutter des Landbeschälers Lord Landy. In der beginnenden Arbeit hat sich Centurio, so wie wir es hier sehen, vor dem Wagen, aber auch unter dem Sattel, als sehr unkompliziert und kooperativ erwiesen. Das Ganze kommt nicht von ungefähr, denn auch seine Mutter birgt für Arbeitsbereitschaft und Leistungsfähigkeit. Die Eiche von Valerius war zweimal an den Leinen von Marlene Fallack im Rahmen des Bundeschampionats platzierte Finalistin. Sie brachte darüber hinaus bereits 13 Nachkommen, darunter einen gekürten Sohn sowie drei Staatsprämienstuten. Centurio wird in diesem Jahr auf der Pachtstation bei Familie Weichhold in den ersten Deckeinsatz gehen. Der Kadettsohn Cäsar war Siegerhengst der Moritzburger Hengsttage 2022 und präsentiert sich nun in bester Kondition und Konstitution, sehr schön weiterentwickelt. Dabei ist beeindruckend sein herrlicher Typ, wobei immer wieder auch die Ausprägung von Halsung, Rücken und Gruppe zu bemerken sind. Die Stutenfamilie der Sonne, Samira von Elbling, Scarlett von Unterberg, so das Pedigree auf der mütterlichen Seite. Diese Stutenfamilie der Sonne brachte bereits die gekörten Hengste Epos von Eros, Eugen von Eros und Emanuel von Erbe sowie Garant von Geronimo, der uns ja als Vater des Galantus besonders bekannt ist, und Cäsars Vollbruder Kadett Royal. Die Mutter des Cäsar, Samira, war 2009 Vize-Bundeschampionesse. Cäsar selber verfügt ebenfalls über den lockeren, schwungvollen Bewegungsablauf, der bereits bei seiner ersten In-Augenscheinnahme noch beim Züchter lange vor der Vorauswahl zu begeistern wusste. Auch später, zur Vorauswahl für die Körung und zur Körung selbst, wusste Cäsar immer wieder bewegungsseitig zu beeindrucken. Seinen 50-Tage-Test absolvierte Cäsar mit der Note 8,25, wobei vom Fremdfahrer die Höchstnote von 10,0 vergeben werden konnte. Er wird in diesem Jahr über die Besamungsstation in Moritzburg zur Verfügung stehen. Der Hengst Kadett war Sieger der Körung 2014 und verkörpert den klassischen Typ des schweren Warmblüters. Mütterlicherseits die Stute Sonny von Eichbaum und dann die Silvi von Vagant. Der Stutenstamm der Suse, ein großer Stutenstamm, der vor allen Dingen leistungsbereite Pferde für jeden Bereich hervorgebracht hat. Ich möchte nur erwähnen den Bundeschampion Eleve von Edgar, der 2020 das Championat gewonnen hat und auch zur Weltmeisterschaft der jungen Farbpferde hoch erfolgreich mit Lars Krüger gewesen ist. Der Vater Zeltis von Centimo Kanton auf den
Kabinett zurückgehend und damit für uns das Zuchtgebiet wirklich interessant, weil wir ihn im Prinzip auf jeder Deckstelle einsetzen können. Kadett war Sieger seiner Körung 2014, außerdem Reservesieger der Leistungsprüfung und Bundeschampion 2016. Zudem ist er Vollbruder zu Samba Lott, die fünfjährig Weltmeisterin der jungen Farbpferde an den Leinen von Steffen Horn wurde. Kadett hat bereits zwei gekürte Söhne, nämlich Kadett Royal und den Siegerhengst der Körung 2021 Cäsar hervorgebracht. Kadett wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Mila in den Einsatz gehen. Der Claudius, ein toller Hengst, strahlender Siegerhengst der Moritzburger Hengsttage 2018, von seinem Vater Capitano geprägt, mütterlicherseits die Bella von Lombard und dann die Baroness von Urbana Farre. Ein Hengst, der durch Modernität, ich möchte die Modernität bezeichnen in Richtung Sportpferd, vor allen Dingen gefällt und damit auch den Typ darstellt, den sich der Sportler wünscht, aber auch der Freizeitreiter, der ambitionierte Freizeitreiter, der mit einem solchen Pferd Freude erleben will. Er kommt beiden Dingen sehr entgegen, durch Takt, Elastizität, gewünschte Aktion im Vorderbein, dazu auch Raumgriff und die gute Selbsthaltung, die wir immer wieder an ihm bewundern. Claudius war vierjährig Finalist des Bundeschampionats. In den Bewegungsstudien, die wir hier sehen, wird noch einmal deutlich, über welches Bewegungspotenzial der Hengst verfügt. Er zeigt sich hier in bestem Takt, großzügig angelegten Grundgangarten und bei guter Schwungentfaltung. Hinsichtlich seiner Nachkommen konnten wir vor allen Dingen frohwüchsige, auch im großen Rahmen stehende Fohlen in Augenschein nehmen. Die Ältesten werden jetzt dreijährig, sodass wir sie in Kürze unter dem Sattel und vor dem Wagen auch beurteilen können. Claudius wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Nordhausen bei Gestützhauptwärter Knut Läuber zur Aufstellung kommen. Meine Deckstation, die ich führe seit 1995, liegt in der Oberlausitz. Das ist die östlichste Deckstation, die wir im Landgestüt führen oder betreiben. Die Oberlausitz ist eine wunderschöne Region, direkt an der polnisch-tschechischen Grenze im Dreiländereck liegend. Unsere Deckstation wird betrieben von mir seit 1995. Sind vier Hengste meistens da, manchmal auch fünf. Die Rassen schweres Warmblut und Reitpferd sind bei uns bevorzugt. Manchmal haben wir auch einen Haflingerhengst noch mit auf der Deckstation. Aber wir sind ein Hochzuchtgebiet für die schweren Warmblüter. Aus unserer Region sind schon sehr viele gute Hengste gekommen. Ludwig Ebermann, der Stationsvermieter, ist ein sehr engagierter Mann, der ganz viele tolle Pferde gezüchtet hat. Unter anderem auch mehrere Hengste, wie zum Beispiel Lahnstein, Lausitzer, Landskron. Oder jetzt auch Senor Lausitz als Dressurhengst. Ja, das Gestütsleben ist sehr abwechslungsreich und als Deckstellenleiter noch mehr. Man hat nicht nur mit Pferden zu tun, sondern auch mit Züchtern. Und dann ist es natürlich so, dass die Pferde jeden Tag ihre Bewegung brauchen, werden geritten oder longiert. Und dann kommen meistens schon die ersten Züchter auf den Deckstationen und wir beschäftigen uns den ganzen Tag eigentlich mit der Zucht neuer, guter Pferde für Sport, Touristik, Freizeit und natürlich auch für die Zucht wieder, damit es weitergeht. Wir sind ein tolles Zuchtgebiet und ich bin stolz, dort der Deckstellenleiter zu sein. Excalibur geht auf den Importhengst Edelfalk in seiner Abstammung zurück, nämlich über seinen Vater Effekt Eklatant, Enzio, dann Enzian und dann also diesen Edelfalk, der 1958 geboren und 1961 ins Landgestüt gekommen ist. Edelfalk vererbte sich immer sehr typvoll. Leider
war Enzian als junger Hengst mehrere Jahre in Polen im Einsatz, bevor wir ihn wieder zurückbekommen haben. Und dadurch fehlten einige Jahrgänge an Hengsten. Excalibur wurde im Jahr 2021 gekört und hier fürs Landgestüt angekauft. Die Mutter Santa Fe von Veritas, Sonate von Ellington, ist ja uns bereits im Hengstbestand mit Söhnen vertreten. Und hier hoffen wir, dass Excalibur die Linie des Edelfalk wieder neu beleben wird. Der Vater des Excalibur, Effekt Eklatant, ist in Farbprüfungen der schweren Klasse auch auf internationaler Ebene und als Mitglied des Bundeskaders an den Leinen von Lars Krüger sehr erfolgreich. Mütterlicherseits steht hier der bereits erwähnte Stutenstamm der Serena und birgt für Sicherheit auch in der Vererbung. Excalibur wird auch in diesem Jahr noch einmal auf der Deckstation Mila zur Aufstellung kommen, wo er uns bereits im letzten Jahr einen sehr guten ersten Fohlenjahrgang lieferte. Der ausdrucksstarke Effino, ein Sohn des Efeu, wurde zur Körung im Jahre 2019 vorgestellt und konnte für das Landgestüt angekauft werden. Wir versprechen uns mit diesem Sohn des Efeu, dass die Linie des Edelfalk hier wieder eine größere Verbreitung findet, denn die Nachkommen des Edelfalks waren immer sehr typvoll und die Pferde, die sehr einsatzvielfältig gewesen sind. Und Effino vereinigt in seinem Pedigree das Edelfalkblut im Prinzip dreimal über Edano Edino Edelfalk, dann über den Muttervater Eichbaum Eichfalk II Edelfalk und über die Großmutter Lilly von Indigo Eidam Edelfalk. Also das ist auch in dem Hengst im Typ und seiner ganzen Erscheinung sehr gut zu sehen. Effino verfügt wie sein Vater Efeu über ein besonders ausgeglichenes Temperament und Zuverlässigkeit und Leistungsbereitschaft im Charakter. Hier vor dem Wagen zeigt er noch einmal seine ansprechenden Grundgangarten. Effino wird in diesem Jahr erneut auf der Deckstation in Großwaltersdorf zur Aufstellung kommen. Im dortigen Deckstellenbereich konnten wir uns bereits 2023 bei seinem ersten Fohlenjahrgang davon überzeugen, dass er gut auf die Stutenpopulation im Deckstellenbereich geeignet war. Tito de Sachs von Tito Hedegaard aus der Zita von Lombardino, Zofe von Elixier, ist in zweierlei Hinsicht interessant. Das eine ist die Stutenfamilie, die bisher mit Hengsten eher wenig vertreten ist, aber sehr, sehr gute Stuten gebracht hat. Und andererseits hier der Vater Tito Hedegaard aus der dänischen schweren Warmblutzucht oder Oldenburger Zucht, der zurückgeht über 7 Generationen auf den Gograf, der ja auch andererseits den Zweig hervorgebracht hat, aus dem Fridolf bzw. Frieder dann und heute Frisius im Bestand vertreten ist. Der Tito Hedegaard war zur Körung noch sehr grün, so möchte ich es bezeichnen, und hat sich mittlerweile aber doch gut entwickelt. Er füllt den Rahmen immer besser aus. Beeindruckend seine ausgeprägte Vorhand mit guter Halsung, leichtem Genick und andererseits der starke Rücken, der es ihm ermöglicht, den Bewegungsablauf, den er aus der Hinterhand entwickelt, schön nach vorn zu übertragen. Tito de Sachs siegte zur Reitpferdeprüfung im Rahmen des Bundeschampionates und konnte seinen 50-Tage-Test im Herbst 2023 als Sieger abschließen. Er befindet sich nun zur sportlichen Förderung bei gleichzeitig züchterischem Einsatz auf der Vertragsstation Krumbach bei Herrn Lars Krüger.
Die Linie des Fridolf war im Hengstbestand durch das Ende im Jahre 1973 nicht mehr vertreten. Und nur Frido konnte in die Zeit des Wiederaufbaus der schweren Warmblutzucht gerettet werden. Er war nicht unbedingt der typvollste Vertreter seines Vaters und brachte dann mit Freier den Frieder. Und der Frieder, der hat ja hier doch eine ganze Reihe von wertvollen Stuten hinterlassen. Und wir waren froh, dass mit der Anpaarung an die Elbkapitäntochter Fiona, die wiederum über die Fanny auf den Pesus, den englischen Vollblüter, zurückgeht, hier so ein blutgeprägter Hengst gezüchtet werden konnte. Frisius, der doch sehr nobel in seiner ganzen Erscheinung ist und der durch tänzerische Bewegungen gut gefallen kann. Wir hoffen, dass es gelingt, mit diesem Hengst die alte Fridolf-Linie im Zuchtgebiet zu erhalten und mit diesem fleißigen, arbeitsamen Hengst den Anschluss an alte Zeiten zu finden. Frisius wird in diesem Jahr zunächst auf der Vertragsstation in Nossen zur Aufstellung kommen. Ab Mai wird er dann im Gestüt Noschkowitz bei Familie Weichold in den weiteren Zuchteinsatz gehen. Unikum ist als Sohn des Unterberg, der Vertreter, der auf den Usurpator-Enkel Urban af Havre zurückgeht, der aus Dänemark seinerzeit angepachtet wurde. Und Unikum kam 2014 von der Körung ins Landgestüt. Aus genealogischer Sicht ist es ein besonders interessanter Nachkomme des Unterberg und mütterlicherseits die Stute Frieda von Frieder, Valletta von Gerrit, auch hier sehr interessant, da keine Inzucht im größeren Stile hier in diesem Pedigree zu finden ist. Unikum besticht vor allem durch ein ausgeglichenes Temperament, Umgänglichkeit und besten Charakter. Das gibt er auch an seine Nachkommen weiter. Er konnte im letzten Jahr 2022 mit dem Reservesieger der Körung Unikat bereits einen eindrucksvollen Nachkommen für die Zucht hinterlassen. Er wird in diesem Jahr erstmalig auf der Deckstation in Großwaltersdorf zum Einsatz kommen. Zur Körung 2022 als Reservesieger verließ Unikat den Platz und kam ins Landgestüt. Der erste Sohn des Unikum aus der Zorana von Elbkapitän, Zorena von Lord 1 und damit dieselbe Stutenfamilie wie Tito de Sachs. Der Hengst hat als Reservesieger den 50-Tage-Test absolviert und offenbarte dort seinen guten Charakter, seine Leistungsbereitschaft, das hervorragende Temperament. Und somit ist er für das Zuchtgebiet ein wertvoller Hengst, der überall zum Einsatz kommen kann. Und wir erhoffen uns von ihm auch, dass gerade diese wertvollen Eigenschaften, die die Züchter auch von schweren Warmblütern erwarten, erhalten bleiben. Unikat ist verwandt mit dem Landbeschäler Elitär von Elbkapitän. Elitär ist aus der zweiten Mutter des Unikat gezogen und beeindruckte selber als langjähriges Vorderpferd des 16er Zuges, Dritter des Bundeschampionats und Siegerhengst seiner Körung. Unikat wiederum zeigt sich gerade hier auch vor dem Wagen mit sehr gut arbeitendem Hinterbein, mit stets guter Anlehnung, dabei schon mit sehr sicherem Ablauf und taktmäßig. Der stets fleißige und schwungvolle Ablauf prädestinieren ihn als Karossier. In diesem Jahr erwarten wir seinen ersten Fohlenjahrgang. Unikat wird wiederum auf der Deckstation in Brauna in den Einsatz gehen. Thank you.
Galanthus entstammt der dänischen Oldenburger Zucht und wurde 2007 importiert und für das Zuchtgebiet gekört. Vater ist der Geronimo-Sohn Garant und damit wird die alte Linie des Gralsritter, der 1938 aus Oldenburg nach Moritzburg kam, erhalten. Mütterlicherseits eine Urprinztochter und Galanthus hat vor allem sich hervorgetan durch die Lieferung von qualitätsvollen Mutterstuten und soliden Arbeitspferden, mit denen jeder etwas anfangen kann. Ziel ist es, dass wir einen Nachkommen erhalten, der diese Linie in der Population weiter fortführen kann. Galanthus wird in diesem Jahr auf der Vertragsstation in Nossen im Einsatz sein. Ja, meine Damen und Herren, wir haben es eingangs zu dieser Hengstpräsentation ja schon angekündigt. Es gibt ein besonderes Jubiläum in diesem Jahr zu feiern in Moritzburg. 100 Jahre Hengstparaden. Und darüber wollen wir jetzt sprechen. Wir befinden uns jetzt in einem kleinen Saal oberhalb der Stallungen von Moritzburg, also mitten im Herzen des Landgestütes. Und wir haben hier zwei Landstallmeister versammelt, nämlich den ehemaligen langjährigen Landstallmeister Dr. Matthias Görbert. Herzlich willkommen. Er war von 1985 bis 2017 hier im Amt. Und danach kam Dr. Kathi Schöpke. Herzlich willkommen. Sie ist jetzt die amtierende Landstallmeisterin und damit natürlich auch in Verantwortung für die aktuelle Hengstparade, die in diesem Jahr im September stattfinden wird. Dreimal, wie in jedem Jahr. Und wir schauen jetzt mal zurück, wie das eigentlich losgegangen ist. Und das wäre natürlich gleich mal die Frage an Dr. Görbert. Vor 100 Jahren die erste Hengstparade hier in Moritzburg. Das war ja wenige Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges. Wie stand es denn damals um die Pferdezucht in Deutschland und in Sachsen? Ja, eine komplizierte Zeit, weil die ehemals herzoglichen, königlichen Landgestüte plötzlich in die Hoheit der Länder übergingen. So war das also auch hier in Sachsen. Und es bildeten sich 1920 die Pferdezuchtverbände, der Pferdezuchtverband Sachsen 1920, 21 in Thüringen. Und damit änderte sich alles. Vorher alles in der Hand des Landstallmeisters, Stuteneintragung, Stutbuchführung. Und plötzlich ging das ab an die Verbände. Damit war natürlich auch Kompetenz, die verloren ging und auch Macht dieser Einrichtungen. Und andererseits war es auch so, dass die Züchter natürlich sehen wollten, wie sind die Hengste beschaffen? Was zeichnet sie aus? Und vorher wurden die nie präsentiert in einer Veranstaltung oder so, sondern nur individuell. Und damit hatte ja das Landgestüt Celle bereits Ende 1865 meines Wissens begonnen, die ersten Paraden durchzuführen. Und die anderen Landgestüte folgten dann. Also Warndorf, Neustadt-Dasse und Moritzburg 1924. Was ist denn noch überliefert aus der ersten Hengstparade? Wie war denn das Programm? Was hat man da gezeigt? Es ist glücklicherweise, da habe ich hier auch die Kopie, es ist glücklicherweise das Antragsschreiben des Landstallmeisters erhalten geblieben. Wer war das damals? Das war der Oberst AD Ernst August von der Wense. Und er schreibt, dass er am 15. September eine Hengstschau durchführen möchte. Die Vorstellung wird etwa 4 Stunden dauern und würde vormittags 10 Uhr beginnen können. Und es ist gewählt worden, weil dann die Ernte fertig wäre und die Landwirte dann Zeit hätten. Das war sogar an einem Montag.
und sie wollten das veröffentlichen und die Eintrittsgelder an diesem Tag waren auf 50 Pfennig pro Person als Vorschlag eingebracht und das wurde dann auch vom Wirtschaftsministerium in Dresden genehmigt. Ah ja. Was war denn das Ziel damals? Also man wollte natürlich die Hengste zeigen, aber was war das übergeordnete Ziel? Ja, das übergeordnete Ziel war, die Hengste in Leistungsanforderungen zu präsentieren, sodass der Züchter sich vorstellen könnte, ja, das wäre ein Hengst, der an meine Stuten passen würde. Und es sind damals hier überliefert, dass sie also mit 400 Personen, die gekommen waren, um diese Schau vorzustellen, haben mit einer Dressurabteilung mit 12 Oldenburgern begonnen, dann vor allen Dingen junge Hengste, dann eine Dressurabteilung mit 24 Hengsten, letztendlich der Vorläufer unserer heutigen noch Hengstparade, die große Quadrille mit 24, 25 Hengsten. Und dann natürlich Zweispänner, Traberwagen, Dressurabteilung, Einzelreiten in der Hohen Schule, das heißt also in schweren Klasse, Hengste, zwei Stück gezeigt, dann ein Kaltblut-Viererzug und auch nochmal Traberwagen. Und am Nachmittag wurden dann die Hengste an der Hand hier im Innenhof des alten Landgestütes präsentiert. Also sehr umfangreich und die nächsterhalten gebliebenen Programme sind von 1925 und von 1928 zum 100-jährigen Jubiläum des Landgestütes. Und dann ist es erst 1933 weitergegangen und alles andere folgte dann nach dem Krieg. Wie hat sich das dann zu DDR-Zeiten verändert? Was für ein Typus Pferd wurde dort bevorzugt? Das war im Prinzip genau dasselbe. Nach dem Zweiten Weltkrieg, die vielen Neubauernstellen brauchten nicht zu große, futterdankbare, gesunde Pferde, die charakterlich, temperamentsmäßig in Ordnung waren, womit auch die Frau des Bauern umgehen konnte. Und andererseits ging dann in den 60er Jahren, wo die Technik in der Landwirtschaft immer stärker Einzug hielt, Traktoren und so weiter, ging der Pferdebedarf deutlich zurück. Und dann Mitte der 60er Jahre die Umzüchtung zum Reitpferd mittels Vollblüter. Und das hat auch meine Vorgängerin und Lehrerin, die Frau Dr. Steiner, sehr stark dann protegiert und zu den Hengstparaden immer wieder präsentiert. Die Vollblüter, die Halbblutprodukte, dann die Pferde in den Springprüfungen, das ist alles dann dazugekommen und hat dann auch die Hengstparaden geprägt als klassische Bilder. Natürlich auch die große Dressurquadrille als Abschlussbild. Und die schweren Warmblüter, die glücklicherweise halten geblieben sind in Moritzburg, mit den großen Meerspännern oder dem 16er-Zug als Abschlussbild mit dem Trompetensolo, die Post im Walde. Ja. Bis heute, jawohl, ein großer Publikumsmagnet. Wir haben hier noch ein Buch liegen auf dem Tisch. Da sind ja noch Bilder von früheren Hengstparaden drin. Was sehen wir denn hier? Also das hier ist der Fanfarenzug, der 1959 Einzug gehalten hat. Mit dem Kesselpauker, damals Otto Günther, ein Mann, der das auch schon während der Wehrmachtzeit gemacht hatte und diese Tradition, die Noten und alles mitbrachte und das bis heute eben dadurch erhalten geblieben ist und auch weiter gepflegt wurde. Dann hier die ersten Haflinger, die also Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre nach Moritzburg kamen. Und ich glaube, ich habe auch noch ein Bild hier gehabt von einem... Ja, von einem 10er-Zug in Einhornanspannung. Also das sind alles traditionelle Moritzburger Schaubilder, die zu solch großen Veranstaltungen immer gezeigt wurden. Sehr beeindruckend. Ja, da machen wir jetzt mal einen großen Sprung. Jetzt gehen wir mal in das Jahr 2024. Dr. Kathi Schöpke ist in Verantwortung dafür. Wann fängt man eigentlich an, so eine Hengstparade vorzubereiten? Naja, wenn die des aktuellen Jahres vorbei ist, fängt man an, sich so langsam Gedanken um das neue Jahr zu machen. Da sind noch alle Eindrücke frisch und man hat auch wieder neue Ideen entwickelt, weiß, was man ändern kann oder was man mal probieren könnte, sodass also die Vorausplanung lange im Voraus beginnt und die intensive Vorbereitungszeit dann mit der Mannschaft 5 bis 6 Wochen davor beginnt. Wir haben ja jetzt eben gehört, wie die Zielstellung ursprünglich war von den Hengstparaden. Hat sich daran eigentlich irgendetwas geändert seitdem?
Also der tierzüchterische Aspekt ist nach wie vor ein ganz wichtiger. Es geht uns also darum, gerade auch bei den Junghengsten, den Remonten, natürlich den züchterischen Fortschritt auch zu präsentieren, den Züchtern diese Hengste vorzustellen. Auch bei den Vorstellungen der Championats- und turniererfolgreichen Pferde ist es so, dass natürlich nach wie vor auch der Leistungsgedanke und die Vorstellung überhaupt in den Leistungsanforderungen der verschiedenen Rassen eine Rolle spielt. Gleichzeitig wünschen wir uns natürlich, dass wir auch ein ganz breites Publikum ansprechen können, dass wir vielen Leuten den Zugang zum Pferd ermöglichen und schaffen. Heutzutage hat ja nicht mehr jeder die Möglichkeit, in Berührung mit dem Pferd zu kommen. Und wir wollen dort natürlich Interesse wecken, wir wollen die Leute begeistern und wir wollen einfach unvergessliche Bilder auch mit Pferden schaffen, die in den Köpfen haften bleiben und natürlich auch Wissen vermitteln um das Pferd. Und ein besonderes Anliegen ist es auch, dass wir eben diese gute fachliche Praxis, die klassische deutsche Reitlehre, die in der Ausbildung der Pferde und der Reiter und Fahrer eine Rolle spielt, dass wir das demonstrieren. Denn gerade ist hier auch die klassische deutsche Reitlehre als immaterielles Kulturerbe ernannt worden, was der ganzen Sache ja auch eine gewisse Wertschätzung gibt. Wie bereitet man denn konzeptionell so eine Hengstparade vor? Also das ist ja tatsächlich etwas, was ich nicht von vorn beginnen muss, sondern diese Hengstparade, deswegen sprechen wir darüber, ist 100 Jahre alt. Nun ist sie nicht eins zu eins so wie vor 100 Jahren, aber natürlich gibt es diese klassischen traditionellen Bilder wie den Fanfarenzug, die Meerspänner, die Quadrillen. Und das setzt natürlich die Meilensteine in so einem Programmablauf. Und dann geben uns die Pferde natürlich vieles vor. Es sind die verschiedenen Rassen, die wir haben. Und wir möchten die Rassen natürlich entsprechend ihrer Anforderungen, aber auch entsprechend der Eignung der Pferde, des Alters entsprechend und ihrer Ausbildung zur Vorstellung bringen. Und da hat man verschiedene Möglichkeiten, aber natürlich auch Grenzen, die man entsprechend einhalten muss. Noch eine Frage zum Schluss. Wenn wir jetzt mal bundesweit schauen, so viele große Hengstparaden gibt es ja gar nicht mehr. Was ist das Besondere an den Moritzburger Hengstparaden? Also ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Das ist natürlich dieser gewachsene Charakter als ganz klassische Hengstparade im positiven Sinne. Ich habe das Gefühl, die Zuschauer schätzen das heutzutage wieder mehr denn je, dass man so eine traditionelle Hengstparade auf den Platz bringt und natürlich aus eigener Kraft, aus der eigenen Mannschaft heraus, ohne eingekaufte Programmpunkte. Und die Stimmung ist schon auch durch die Begleitung des Polizeiorchesters Sachsens immer eine sehr dynamische und besondere. Und was uns natürlich in der Darbietung auf dem Platz hilft, sind die sehr guten Bedingungen, die wir auch haben. Durch die konsequente Standortentwicklung, die der Freistaat Sachsen da verfolgt hat, haben wir diesen wunderbaren Ebbe-Flutplatz, der bei jeder Wetterlage hält. Wir haben die überdachten Tribünen für die Zuschauer, wir haben das Orchesterterminal für das Polizeiorchester und den Sprecher. Also das sind einfach tolle Bedingungen, die wir dort haben. Und wenn ich noch ergänzen darf, ist es meiner Meinung nach auch die Rassevielfalt, weil wir eben nicht nur die Reitpferde haben, sondern diese herrlichen schweren Warmblüter, die rheinisch-deutschen Kaltblüter, die Haflinger, Edelbluthaflinger und unsere Reitponys. Und das gibt natürlich eine einmalige Möglichkeit, also einer hippologischen Darbietung. Und ich würde auch noch dazu zählen, dass es dank der guten Ideen von Frau Dr. Steiner vor vielen, vielen Jahren immer üblich ist, in Moritzburg ein historisches Schaubild mit hineinzubauen. Und wenn ich nur das, was am meisten Anklang in den letzten Jahren gefunden hat, nämlich drei Haselnüsse für Aschenbrödel auf den Platz zu bringen und das mit Pferden und Kostümen und andere Jagdschaubilder und so weiter und so weiter, das trägt sehr dazu bei, dass auch Kultur und Pferde in guter Verbindung zu sehen sind. Ja. Herzlichen Dank. Wunderbar. Danke für diesen Rückblick und Ausblick auf die 100 Jahre Hengstparaden Moritzburg. Ich hoffe, Sie sind neugierig geworden. Schauen Sie vorbei. Im September ist es wieder soweit. Karten kann man schon reservieren. Und das sollten Sie auch tun. Es wird bestimmt voll zur Jubiläumsvorstellung. Die Haflinger Pferde sind schon seit den 50er Jahren auch in Sachsen und Thüringen beheimatet. Damals wurden sie aus dem Ursprungszuchtgebiet Südtirol nach Sachsen-Thüringen geholt, um vor allen Dingen in den Mittelgebirgslagen als Wirtschaftskleinpferd zu dienen, die Kuhanspannung abzulösen, und sie erwiesen sich als sehr gut angepasst für die Klimate und das Futterangebot in den bergigen Regionen.
Heute sind es in Sachsen-Thüringen ca. 230 zuchtaktive Stuten bei den reingezogenen Haflingern und noch einmal ca. 200 Stuten für die Edelbluthaflinger-Population. Damit nimmt das Zuchtgebiet Sachsen-Thüringen Platz 3 bei den Haflingern und Platz 2 bei den Edelbluthaflingern ein. Die Sächsische Gestütsverwaltung versucht immer wieder, besonders qualitätsvolle Hengste beider Populationen zur Aufstellung zu bringen. In diesem Jahr sind es 5 reingezogene Haflinger und 3 Edelbluthaflinger. Und von den 8 Hengsten waren 7 Siegerhengste ihrer Körung. Zusätzlich werden noch einmal 3 Hengste aus dem Veredelungszuchtprojekt beim Deutschen Edelbluthaflinger zur Verfügung gestellt. Es sind der F1-Vertreter Exponent sowie die beiden Vertreter der dritten Kreuzungsstufe, die R1-Hengste Excelsius und Elegant. Heute ist der Haflinger und Edelbluthaflinger längst kein Wirtschaftspferd mehr, sondern er hat sich über die Jahre zu einem vielseitig einsetzbaren Freizeit- und Sportpartner etabliert. Er kann dabei durch seine vielseitige Einsetzbarkeit, sein ausgeglichenes Gemüt und die Eignung für Kinder und Erwachsene gleichermaßen für sich begeistern. Machen wir zunächst den Auftakt mit den Hengsten, die über den Besamungseinsatz zur Verfügung stehen werden. Bugatti ist Sohn des Bellissimo und geht darüber auf Barolo und Barkas zurück. Er gilt als einer der besten Vertreter der B-Linie in der reingezogenen Haflingerzucht und das hat seinen Ursprung daher, dass er aus einem der besten Stutenstämme Deutschlands gezogen ist. Die bei Karl und Maria Stadler in Ziemetshausen gepflegte N-Familie brachte allein aus den ersten 4 Müttern des Bugatti 14 gekürte Söhne hervor, darunter so namhafte Vererber wie Andiamo 1 und 2 oder Stano 1 und 2. Auch die früheren Landbeschäler Araron 2 sowie Argentino 1 gehen auf die direkte dritte und vierte Mutter des Bugatti zurück. Die Familie des Bugatti war auch Siegerfamilie der Bundesschau 2002 und brachte unter anderem die Europareservesiegerin Novelle von Winterstein und die blaue Bandsiegerstute Navina von Andiamo hervor. Bugatti selbst hat einen beeindruckenden Lebenslauf zu präsentieren. Er war Sieger des Fränkischen Fohlenchampionats und Reservesieger des Süddeutschen Fohlenchampionats. 2018 wurde er Siegerhengst der Süddeutschen Haflingerkörung in München und 2 Jahre später siegte er zur Hengstleistungsprüfung im Landgestüt Moritzburg. Er war dann sehr segensreich im italienischen Ursprungszuchtgebiet im Einsatz, bevor er ab dem Zuchtjahr 2022 für die Sächsische Gestütsverwaltung erworben werden konnte. Im Jahr 2023 erhielt er zur FN-Bundeshengstschau für Haflinger und Edelbluthaflinger die Bundesprämie und belegte Platz 3 zu den Moritzburger Championatstagen im Deutschen Farpony-Championat. Bugatti wird in diesem Jahr auf der Besamungsstation in Graditz zur Verfügung stehen. Starino. Starino von Stano 1 aus der Perle von Noventis und der Pamela von Applaus. Starino wurde als Prämienhengst zur Süddeutschen Körung 2015 erworben. Er präsentierte sich schon damals als sehr modernes Pferd mit guter Bergaufkonstruktion, sehr guter Trabmechanik und vor allen Dingen einer modernen, sich gut verjüngenden Halsung, die ihn in den Reit- und Fahreigenschaften noch heute auszeichnet. Er stammt aus gutem Hause, denn die Mutter Perle von Noventis war Siegerin der Bundeshaflingerschau. Der Vater Stano von Steins war Siegerhengst der FN-Bundesprämienvergabe. Starino absolvierte seine Hengstleistungsprüfung mit der Endnote von 8,05. Turniersportlich ist er im Fahren weit gefördert worden und gewann mit Obersattelmeister Dirk Hofmann an den Leinen das Moritzburger Farpony-Championat sowohl im Jahr 2018 als auch 2020. Dabei erhielt er die Fremdfahrernote von 9,8. Zur Bundespremierung 2019 in München
wurde Starino Bundessieger der farbbetonten Edelbluthaflinger. Als Vererber hat er sich mittlerweile ebenfalls einen Namen gemacht. Zwei gekürte Hengste sind für ihn zu verzeichnen und seine Tochter Balea wurde Siegerin im süddeutschen Elite-Stutencup Blaues Band. Die ersten Nachkommen sind im Turniersport registriert. Starino verfügt über einen Edelblutanteil von 9,18 und wird in diesem Jahr über die Besamungsstation in Moritzburg zur Verfügung stehen. Ja, der F1-Hengst Exponent nimmt innerhalb des Veredelungszuchtprojektes beim Deutschen Edelbluthaflinger eine besondere Stellung ein. Denn er dient dazu, in der Anpaarung an ausgewählte Edelbluthaflinger-Stuten mit maximal 12,5% Edelblutanteil angepaart zu werden, um dann die späteren Rückkreuzungshengste hervorzubringen. Exponent entstammt dem ersten Kürjahrgang des arabischen Vollblüters Expert von Monograph Malpentagon. Zur Körung im Haflinger Gestüt Meura im November 2018 erhielt er sein positives Körurteil und konnte für die Gestütsverwaltung erworben werden. Er war bereits einige Jahre im Besamungseinsatz, hat ein Jahr in Wartehaltung hinter sich und ist nun in diesem Jahr erneut wieder im Besamungseinsatz, um den Züchtern in diesem Veredelungszuchtprogramm zur Verfügung zu stehen. Er verfügt über beste Typausprägung, eine gute Linierung, ein korrektes Fundament und vor allen Dingen schon das gewünschte helle Langhaar. Er weist bereits sehr gute Reitpferdepoints und einen hervorragenden Bewegungsablauf auf, sodass er im Jahr 2019 zweimal seine Hengstleistungsprüfung mit guten Bewertungen absolvieren konnte. Sowohl vor dem Wagen als auch unter dem Sattel und vor allen Dingen am Sprung erweist er sich als sehr leistungsbereit und qualitätsvoll. Bereits aus seinen ersten beiden Kürjahrgängen konnten zwei Nachkommen für die weitere Zucht gewonnen werden. Das sind einmal Excelsius und zum anderen Elegant. Exponent wird in diesem Jahr über die Besamungsstation Donau-Ries in Bayern zur Verfügung stehen. Neu im Hengstbestand ist in diesem Jahr Elegant. Er ist ein Sohn aus dem zweiten Kürjahrgang des Exponent und entspricht damit ebenfalls der Rückkreuzungsstufe R1 innerhalb des Veredelungszuchtprojektes. Elegant ist, wie sein Name schon ausdrückt, ein besonders typvoller Sohn seines Vaters. Er zeigt sich außerdem als sehr bewegungsstark. Zur Körung in Wolfersdorf war er einer von nur zwei gekürten Hengsten des letzten Jahres in diesem Zuchtprojekt. Ihn zeichnen Takt und Fleiß in den Grundgangarten aus, eine gute Mechanik, gute Schubentwicklung sowie Sportlichkeit in der Freispringreihe. Die Mutter Iliana von Sandros ist eine besondere Stute des Zuchtgebietes. Sie ist zum einen unter der Züchterin Anke Benzler bis zur Klasse L in der Dressur erfolgreich. Sie war aber auch bereits Siegerin ihrer Stutenleistungsprüfung, Reservesiegerin der Elite-Stutenschau und Siegerin im Deutschen Elite-Stuten-Cup Blaues Band. Sie ist zudem Bundesprämienstute und verfügt über einen weiteren gekürten Sohn. Sie ist gleichzeitig Vollschwester des Bundesprämienhengstes Sami von Sandros. Die Großmutter Emily von Novara brachte 5 Staatsprämienstuten sowie 2 gekürte Söhne. Der Stutenstamm gehört zu den bedeutendsten und vererbungssichersten Stutenfamilien der Haflingerzucht und geht zurück auf die Stute Elli, die in den 50er Jahren als eine der Stuten ins Zuchtgebiet Sachsen-Thüringen gebracht wurde und hier die Haflingerzucht begründet hat. Elegant hat sich sehr gut in der Arbeit beim Anreiten und Einfahren gezeigt. Er wird im Frühjahr, jetzt im März, seine Kurzprüfung absolvieren und dann über die Besamungsstation in Marlieshausen zur Verfügung stehen. Im Herbst wird er dann seine Stationsprüfung absolvieren. Excelsius entstammt dem ersten Kürjahrgang des Exponent. Mütterlicherseits geht er auf die Clara von Sami aus der Kessi von Arras zurück. Ihm kommt somit eine Schlüsselrolle für das Veredelungszuchtprojekt für die Edelblut-Haflinger-Zucht zu. Excelsius verfügt bereits über die gewünschte Farbausprägung in Deck- und Langhaar und weist derzeit einen arabischen Genanteil von 31,3% aus.
Der Hengst ist gut entwickelt, bereits zur Körung, aber auch jetzt mit entsprechend Maskulinität, guter Oberlinie, sich verjüngender Halsung und gutem Schluss ausgestattet. Was ihn im Rahmen der Hengstleistungsprüfung besonders hervorgehoben hat, ist seine Leistungseinstellung, die gute Balance, das effektvolle und elastische Abfußen sowie seine vielseitige Einsetzbarkeit vor dem Wagen, am Sprung und unter dem Sattel. Er absolvierte seine Leistungsprüfung zum 30-Tage-Test mit 8,11. Dabei entfielen die 9,0 auf die Zugwilligkeit, die 8,5 auf die Rittigkeit und die 10,0 Höchstnote vom Fremdfahrer. Auf der Mutterseite steht die Staatsprämienstute und Bundesprämienstute Clara von Sammy zu Buche, die ihre Leistungsprüfung ebenfalls mit sehr gutem Ergebnis von 8,1 absolvierte. Die zweite Mutter brachte 13 Fohlen in 14 Zuchtjahren, darunter mehrere Staatsprämienstuten. Excelsius wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Dittersbach zur Verfügung stehen. Abraxas von Amore Mio, Adelshüter und Almblitz. Er kam von der Süddeutschen Körung 2021 als Prämienhengst und Siegerhengst der Körung zu uns nach Moritzburg. Abraxas erweist sich als sehr komplettes Hengstmodell. So ist er zum einen von besonderer Typausprägung gekennzeichnet. Ein Pferd mit Harmonie im Körper und guter Dreiteilung in den Körperpartien. Gleichzeitig erweist er sich als äußerst bewegungsstark, was auf seinen Vater Amore Mio zurückzuführen ist, der als besonderer Vererber für Bewegungsqualität gilt. Mütterlicherseits steht die Staatsprämien- und Leistungsstute Atlantis von Adelshüter Almblitz Mayfürst zu Buche. Sie scheint eine perfekte Passerpaarung an Amore Mio zu sein, denn es gibt bereits 5 Vollgeschwister, die allesamt mit züchterischen Titeln versehen sind, wie beispielsweise der Vollbruder Age als Kürsieger oder auch die Schwester Amora und die Schwestern Agatha, die jeweils Siegerinnen ihrer Fohlenschauen und Stutbuchaufnahmen gewesen sind. Abraxas erweist sich als vielseitig veranlagter Haflinger, so wie wir uns das auch wünschen. 2022 siegte er mit der Gesamtnote von 8,95 im 30-Tage-Test und erhielt dabei 3-mal die Höchstnote von 10,0. Abraxas wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Seelitz zur Verfügung stehen. Armando Knight von Armani Knight aus der Sicilia von Sommernacht und der Sandy von Wildprinz. Besonders typvoll präsentiert sich Armando Knight hier bereits in den Anfangsstudien und das macht ihn neben seinen guten Leistungsmerkmalen auch zum Siegerhengst der Haflinger Körung 2014 in München-Riem. Als reingezogener Haflinger zeigt sich Armando Knight mit gutem Kaliber und guter Substanz, gleichzeitig aber auch als modernes und typvolles Modell. Der Vater des Armando Knight, Armani Knight, wurde 2010 in München gekürt und absolvierte in Moritzburg seine Leistungsprüfung. Die Mutter Cecilia von Sommernacht ist Staatsprämienstute und war Reservesiegerin des Stutenchampionats in Sachsen-Thüringen 2008. Ihre Tochter wurde 2014 Siegerstute in Wolfersdorf. Insgesamt resultieren aus dem Stutenstamm mehrere Staatsprämienstuten und auch der Landbeschäler Stegmann. 2024 sind bereits mehrere Nachkommen des Armando Knight im Turniersport registriert. Armando Knight wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Brauna stationiert sein.
München 2010. München 2010 ist ein Sohn des Monday aus der Hildi von Silbermann und der Hosita von Saro. Wie sein Name vermuten lässt, war er zur Süddeutschen Körung 2010 Siegerhengst. München zeigt sich großzügig liniert, korrekt konstruiert und mit guten Grundgangarten ausgestattet. Er entstammt der M-Linie, die derzeit nicht allzu stark im Zuchtgebiet verbreitet ist. Bereits in seinen ersten Deckjahren war er aufgestellt im Haflinger Gestüt Meura bereits sehr gut frequentiert und lieferte äußerst qualitätsvolle Fohlen. 2012 siegte er in seiner Hengstleistungsprüfung. Er stellte zu den Fohlenchampionaten mehrfach Sieger- und Reservesiegerfohlen. Für ihn steht mit Maximus eingekürter Sohn zur Bilanz. München wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Nordhausen zum Einsatz kommen. Als besondere Offerte aus dem Ursprungszuchtgebiet empfiehlt sich Stirlington. Er ist ein Sohn des Starkwind von Steitz und geht auf die Walzertraumtochter Toskana zurück. Diese Stute ist vielfach bewährt. Sie war 2011 Landessiegerin und Bundessiegerin der Arge Haflinger Schau. 2015 siegte sie zur Haflinger Bundesjungstutenschau und holte den Titel als Nationensiegerin zur Haflinger Weltausstellung in Ebbs. Im Rahmen ihrer Leistungsprüfung konnte sie als Siegerin hervorgehen. In Reitpferde- und auch Umgänglichkeitsprüfungen belegte sie mehrfach den ersten Rang. Stirlington ist einer von vielen erfolgreichen Nachkommen und bürgt für die Vererbungssicherheit dieses Stutenstammes. Stirlington absolvierte seine Hengstleistungsprüfung mit 8,21. Er ist ein moderner und gut linierter Hengst, verfügt über gute Reitpferdepoints wie die große und gut gelagerte Schulter und die vorteilhaft konstruierte Gruppe. Vater Starkwind ist Sohn des Weltsiegerhengstes Steins und war 2015 Klassenreservesieger der Haflinger Weltausstellung. Stirlington wird in diesem Jahr erneut auf der Deckstation in Plon in den Einsatz gehen. Studienrat erweist sich als immer wieder sehr begehrt auf den Deckstationen. Er ist ein Sohn des Strehle und stammt ab von der Jessica von Wilprinz und der Jessie von Stegreif. Er war Siegerhengst seiner Körung in München-Riem 2013. Seine gute Typausprägung, sein ausgeglichenes Interieur und das charakteristische Langhaar machen ihn besonders begehrt. Vater Strehle ist ein in Österreich reingezogener Haflingerhengst, der 2001 Reservesieger der Körung in Stadel Paura wurde. Großvater Stilist ist ein bekannter Tiroler Reinzuchthengst und verfügt über enormes Bewegungspotenzial. Die Mutter Jessica von Wildprinz Stegreif war 2005 Siegerin der Sächsischen Elitestutenschau. Großmutter Jessica war Zweite an gleicher Stelle sowie zur Europaschau in Aachen als Auszeichnung mit dem 1C-Preis versehen wurden. Die Schwestern des Studienrats sind beides Staatsprämien- und Endringstuten des Studienchampionats gewesen. Studienrat kann bereits zwei gekürte Söhne aufweisen.
sowie mit Holly die Siegerstute des Blauen Bandes in München. Studienrat wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Groß-Waltersdorf aufgestellt sein. Mit Sami kommt ein Bundesprämienhengst zum Zuchteinsatz. Er ist ein Sohn des Sandros von Sando und geht mütterlicherseits auf die Emily von Novara aus der Evelyn von Modell zurück. Sami war bereits Reservesiegerfohlen des Thüringer Fohlenchampionates und verließ die Süddeutsche Körung 2009 als Sieger. Seine Hengstleistungsprüfung absolvierte er mit 8,5, wobei er die 10,0 für den Charakter erhalten konnte. Zweimal war er Teilnehmer und Finalist des Fahrpony-Championats im Rahmen der Bundeschampionate in Moritzburg. Mit 5 gekürten Söhnen kann er bereits eine beachtliche Nachkommenbilanz aufweisen und immer wieder sind für ihn Nachkommen im Turniersport, im Reiten und auch Fahren registriert. Sami wird in gewohnter Weise verpachtet sein an Familie Bonitz in Chemnitz. Da paradieren sie auf, die rheinisch-deutschen Kaltbluthengste der sächsischen Gestützverwaltung. Mächtig und gutmütig zugleich erscheinen sie hier auf der Geländestrecke des Landgestütes. Neben der Förderung der Wettbewerbsfähigkeit der Landespferdezucht gehört die Unterstützung des Erhalts von in ihrer Existenz gefährdeten Rassen zu den wichtigsten Aufgaben der deutschen Landgestüte. In der Region Sachsen-Thüringen sind es die schweren Warmblüter, vor allem aber das rheinisch-deutsche Kaltblut, welches dieser Unterstützung auch bedarf. Zuletzt waren es reichlich 1000 zuchtaktive Stuten, die bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung registriert waren. Davon entfallen ca. 320 auf das Zuchtgebiet Sachsen-Thüringen und stellen damit die größte Populationsgruppe. Im Kaltblutbereich ist der Anteil von Pferden, die als Nutztiere und Arbeitspferde im engeren Sinne ihr Geld verdienen, verhältnismäßig groß und dabei entfällt ein Teil auf den Einsatz im Forst, beim Rücken von Holz oder bei den Forstpflegearbeiten. In Sachsen sind es ca. 15 Betriebe, die mit Rückepferden im Forst arbeiten und dabei nutzt ein Großteil auch das rheinisch-deutsche Kaltblut. Als zweite bedeutende Verwendung in der Arbeit steht vor allen Dingen der Einsatz der Kaltblüter als Kremserpferde in Fuhrunternehmen und auch bei uns in Moritzburg prägen die Gespanne der privaten Fuhrunternehmer das Ortsbild mit. Bei den selteneren Rassen wie hier dem rheinisch-deutschen Kaltblut kommen die Hengste vor allem auch im Natursprung zum Einsatz und damit wird das Ziel verfolgt, eine genealogische Einengung zu verhindern und somit eine möglichst große Varianz an Hengstlinien und Familienverbänden in der jeweiligen Rassegruppe zu erhalten. Natürlich stehen auch die Hengste im Samungseinsatz über Frischsamen zur Verfügung. Das sind in diesem Jahr 2 Hengste. Gleichzeitig werden jedes Jahr auch im Auftrag des LFULG ausgewählte Hengste zur Erstellung von Genreserven als Tiefgefriersamen für die Deutsche Gendatenbank mit herangezogen. Hier fiel die Wahl zuletzt auf Magnus, mit dem wir nun auch in die Vorstellung unserer Kaltbluthengste einsteigen. An meiner rechten Hand hier ist unser Freund Magnus. Einer unserer Kaltbluthengste. Magnus ist ein Marquis-Sohn aus einer Berdi 1-Stute, gezogen bei der Zuchtgemeinschaft Hand. Aufgezogen wurde er von einer Frau Schreiner in Altenhain in Hessen und ausgebildet und zur Leistungsprüfung, Feldleistungsprüfung gebracht von Kalle Winkler. Er wurde Reservesieger 2021 in Krumpecke. Machte eine sehr gute Leistungsprüfung, war Sieger der Leistungsprüfung in Thüringen und zwar mit einer großen Note von 9,61. Magnus ist auch selbst von einem ganz vitalen, gesunden Kern gezeichnet, mit immer lebensfroher und lustiger Laune, täglich immer gut drauf und wenn es um die Arbeit geht, ist er immer ganz solide, anständig und macht voll mit.
Das haben wir auch dieses Jahr erlebt zu unserer Hengstparade, als wir ihn mit Edward in den Langholzwagen spannten. Das ist immer schön, wenn man als Fahrer solche Pferde dran hat, wo man weiß, man kann sich hundertprozentig darauf verlassen, dieses mächtige Gewicht immer wieder in Bewegung zu bekommen und an das gewünschte Ziel zu kommen. Und so denke ich, Magnus hatte im vorigen Jahr hier als Landbeschäler die erste Deckzeit. Die war in Ortmannsdorf und dort war er sehr frequentiert und sehr gut angenommen worden von den Züchtern. Und nun erwarten wir den ersten Fohlenjahrgang, worauf wir gespannt sind. Magnus vertritt also die M-Linie innerhalb der rheinisch-deutschen Kaltblüter, die über das Landgestüt in diesem Jahr zur Aufstellung kommen. Gestütsoberwärter René Gebhardt hat schon viel über den Hengst berichtet. Was noch zu ergänzen bleibt, er war Reservesieger seiner Körung in Krumpke 2021. Zurückgehend ist er auf den Stutenstamm der Undine von Stern von Storkau. Und dieser Stamm brachte unter anderem die Hengste Erkan von Eros, auch Orkan von Urlauf, Osmin oder Ural von Uwe. Magnus wird also in diesem Jahr den Züchtern über die künstliche Besamung auch überregional zur Verfügung stehen. Kommen wir zum nun 7-jährigen rheinisch-deutschen Kaltbluthengst Liebling. Bei ihm ist der Name sozusagen Programm. Dieser Sohn des Louis war zu seiner Körung 2019 in Krumpke nicht nur Reservesieger, sondern auch absoluter Publikumsliebling. Zum einen natürlich seine auffällige Braunschimmelfarbe, die sehr gute Typausprägung mit dem Kaltblutadel und dem überaus sympathischen Auftreten dieses jungen Hengstes, aber auch die Bewegungsqualität machten den Hengst damals zum Liebling der Zuschauer, aber auch zu einer interessanten Ankaufoption für die Gestütsverwaltung. Der Hengst konnte sogleich in seiner ersten Decksaison über die künstliche Besamung eine Vielzahl an Stuten erreichen und hat daraus sehr qualitätsvolle Fohlen gebracht. Aus dem ersten Körjahrgang resultierte daraus unter anderem der Siegerhengst der Krumpker Kaltblutkörung. Louis selber geht zurück auf einen Stutenstamm aus Mecklenburg-Vorpommern. Seine Mutter Heidi von Helios Eldur war Siegerstute der Mela 2019. Sie brachte vor Liebling bereits 2 gekürte Söhne mit Adenauer und Adel. Liebling geht auf die Stutenfamilie der Trophäe von Trojan zurück. Sein Züchter Bernd Drefahl aus Malchow legt betonten Wert bei seinen Pferden auf Interieureigenschaften sowie Trockenheit im Fundament, sodass sie auch für den Einsatz im Forst durchaus geeignet sind und von ihm auch eingesetzt werden. Auch Liebling vertritt diese typischen Eigenschaften seiner Familie. Er ist ausgesprochen zuverlässig, ausgeglichen und nervenstark. Das hat sich unter anderem beim Tauziehen auch zur Veranstaltung Hengst im Advent in Moritzburg bewiesen, aber auch zu den Hengstparaden oder zu seiner Leistungsprüfung, die er mit 9,0 absolvieren konnte. Gleichzeitig ist er enorm leistungsbereit und auch leistungsfähig, sowohl im Bereich Zug als auch in den Grundgangarten vor dem Wagen hat er sehr hohe Noten erreichen können. Aufgrund seiner guten Erfolge und dem Zuspruch durch die Züchter wird Liebling in diesem Jahr wieder über die künstliche Besamung zur Verfügung stehen. Ferrero von Fulminant Heidjahr 2 und Verdun. Ferrero, der Junghengst, der von der letzten Krumpker Kaltblutkörung als Reservesieger zu uns nach Moritzburg gekommen ist, hat sich mittlerweile hier gut eingelebt. Der Hengst ist einer der letzten Vertreter seines Vaters, des früheren Landbeschälers Fulminanz von Famulus, Elias, der als einer der nobelsten Hengste seiner Population gilt. Ja, ist seinem Vater auch ganz ähnlich. Dabei ein Hengst im mittleren Rahmen, bei gleichzeitig guter Substanz und auch Kaliber. Er präsentierte sich auch im Rahmen der Körung als ausgesprochen typvoller und harmonischer Hengst, verfügte über eine gute Dreiteilung und ein Gleichmaß in den Partien und auch in den Übergängen. Wenn die Hengste hier bei uns ihre Eingewöhnungsphase absolviert haben, wären sie zunächst an die Ausrüstung, an der Longe gewöhnt und dann in der Regel zuerst angeritten. Das dauert gerade bei den rheinisch-deutschen Kaltblütern oftmals nur wenige Tage, da sie als sehr ausgeglichen und nervenstark gelten.
Hier sehen wir Ferrero nun in der Arbeit vor dem Reifen, die an die Arbeit an der Doppellonge anschließt. Der nächste Schritt ist dann das Anspannen des Pferdes vor dem Wagen. In dieser beginnenden Arbeit hat sich Ferrero als sehr kooperativ erwiesen, ein intelligentes Pferd mit guter Aufmerksamkeit und Kooperationsbereitschaft. Sowohl an der Longe als auch hier vor dem Wagen sehen wir, dass er sich gelassen mit schon guter Balance und viel Gleichmaß bewegt, sowohl im Schritt als auch im Trab. Im Trabe haben wir ihn an der Longe, aber auch hier unter dem Sattel sehr schwungvoll und elastisch sowie stets gut abfußend gesehen. Ferrero wird seine erste Decksaison verbringen bei der Hand GbR in Sonnenstein-Bockeln-Hagen, die auch züchterisch hier verantwortlich zeichneten. Als nächster Hengst empfiehlt sich Edward von Erdmann, Nathan und Lustig Delmer. Edward avancierte zur Krumker Kaltblutkürung 2012 zum Reservesieger. Er wechselte dann zunächst in den Besitz des sächsisch-anhaltinischen Landgestütes in Prussendorf und wurde von dort vor 6 Jahren nach Moritzburg übernommen. Der Hengst erfreut sich sowohl in der Belegschaft als auch bei den Züchtern sehr großer Beliebtheit, weil er als äußerst ausgeglichen, charakterstark und unerschrocken gilt. Ja, so ist er gleichermaßen beim Tauziehen, dem Trampolinspringen, bei dem Hengstparaden oder auch zum Einfahren der jungen Pferde mit im Einsatz. Gleichzeitig ist Edward ein Hengst, der den Rassetyp in bester Art und Weise verkörpert. Er verfügt über eine betonte Breite und Tiefe, ein starkes Fundament und Wucht und Schwere. Seine Hengstleistungsprüfung absolvierte Edward mit der Endnote von 8,8, wobei insbesondere im Teilbereich Ziehen die 9,54 heraussticht. 2017 wurde er anlässlich der Bundeskaltblutschau in Berlin mit der Bundesprämie ausgezeichnet. Edward geht auf die Stutenfamilie der Eleonore zurück, aus dem die Hengste Bingo, Konsul, Markgraf, Veilleur oder Varus Jubilar zum Beispiel hervorgegangen sind. Magnus war im letzten Jahr bereits auf der Deckstation in Großwaltersdorf im Einsatz und wird dort im Gebirge, wo gerade auch noch viel Arbeit mit den Pferden verrichtet wird, aufgrund seiner Stärke und seines Charakters sehr geschätzt. Auch in diesem Jahr wird er dort auf der Deckstation Großwaltersdorf wieder zur Aufstellung kommen. Aufstellung genommen hat Balu, der 4-jährige rheinisch-deutsche Kaltbluthengst. Balu war Reservesieger der Krumker Kaltblutkürung 2022. Er entstammt dem letzten Jahrgang des früheren Landbeschälers Balduin von Berti, der die Hengstlinie des Berthold vertritt. Und wir sind sehr froh, dass wir diesen Vertreter der B-Linie für das Landgestüt erwerben konnten. Balduin geht mütterlicherseits zurück auf einen westfälischen Stutenstamm, der zahlreiche gegürte Hengste hervorbrachte, unter anderem die Bundesprämienhengste Eulenspiegel von Erlander, Heidjahr 2, von Heron Nathan von Neuling oder Unikat von Ursus von Hara. Seine Mutter absolvierte bereits eine hervorragende Leistungsprüfung mit 8,51 und gilt als besonders ausgeglichen. Die mütterliche Großmutter brachte die gekürten Hengste Hopper von Helmut und Humphrey von Huckleberry sowie 2 Staatsprämientöchter und auch die dritte Mutter kann auf gekürte Hengste, nämlich den Hilton von Helmut, zurückblicken. Auch Balu gilt als äußerst ausgeglichen und nervenstark, so wie wir das von dieser Population erwarten,
Das hat er auch bereits zu den ersten Veranstaltungen, die er sehr gelassen absolvierte, unter Beweis gestellt. Wir haben ihn vorhin bereits gesehen im Zweispinner mit Edward oder zu den Hengstparaden beispielsweise beim Trampolinspringen oder am Stamm. Im Herbst diesen Jahres wird er die Leistungsprüfung absolvieren und wir sehen den dort überprüften Leistungen sehr optimistisch entgegen, da er sich in der Arbeit in allen Teilbereichen als sehr positiv gezeigt hat. Balu wird in diesem Jahr erneut auf der Deckstation in Brauna zur Aufstellung kommen. Mit Urmel präsentiert sich ein besonders statiöser Nachkomme des Udo aus der Zucht der bewährten Zuchtstätte Landgut Elbeland Axin. Er geht zurück auf die Kaltblutstute Loa von Achat aus der Loni von Hoppeditz. Urmel trat bereits frühzeitig positiv in Erscheinung, denn er war 2013 in seinem Geburtsjahr bereits das Siegerfohlen des bundesoffenen Kaltblut-Championats in Brück. Zu seiner Körung in Krumke erschien er äußerst sympathisch und vor allen Dingen auffällig durch dieses leuchtend helle Langhaar und mit charmanter Ausstrahlung und Bewegungsqualität wirkend. Er wurde damals Reservesieger und für die Gestütsverwaltung erworben. Im Jahr 2017 konnte er anlässlich der Grünen Woche in Berlin Sieger seiner Altersklasse und Gesamtreservesieger werden. Er stellte bereits mehrfach die Siegerfohlen zu den Fohlenchampionaten der Zuchtgebiete Sachsen und Thüringen und konnte mit Umberto bereits einen gekürten Sohn für sich verzeichnen. Er vererbt sich mit gutem Kaliber, statiös und guter Konstruktion mit Großzügigkeit, vor allen Dingen in der Halsung, in der Schulter- und Gruppenpartie. Er selbst gefällt ebenfalls im guten Rassetyp stehend durch die genannten Großzügigkeiten in den Partien, aber auch durch ein korrektes Fundament und Trockenheit im Bein. Vor dem Wagen neben Hans im Glück zeigen sich beide Hengste hier als ganz passende Paarung, dabei in den Gangarten taktmäßig, räumend und fleißig. Urmel wird in diesem Jahr erneut auf der Vertragsstation in Großen Lupenitz zum Einsatz kommen. Hans im Glück, der amtierende Bundessieger seiner Rasse. Hans im Glück ist ein Sohn des Higgins und mütterlicherseits auf die Hurricane-Tochter Hera aus der Naomi von Nerlinger zurückgehend. Hans im Glück kann eine herausragende Erfolgsbilanz aufweisen. So war er bereits Sieger der Fohlenschau und später dann zweieinhalbjährig Siegerhengst der Körung in Krumke. Hans im Glück ist ein Hengst, der mit viel Tiefe, Breite, Wucht und auch Schwere für seinen Rassetyp zu begeistern weiß und gleichzeitig mit viel Charme und Kaltblutadel ausgestattet ist. Er verfügt über ein stabiles Fundament bei angemessener Röhrbeinstärke. Etwas, was ihm zur Bundeskaltblutschau ausgezeichnet hat, war sein unerschütterliches Temperament, seine Ruhe und Gelassenheit und der konsequent taktsichere und mit viel Übertritt vorgetragene Schritt. Seine Hengstleistungsprüfung bestätigt die Leistungseignung des Hans im Glück. Er absolvierte sie mit 9,18 als Sieger seines Durchganges. Im letzten Jahr brachte Hans im Glück aus seinem ersten Körjahrgang bereits einen gekürten Sohn. Urquell kam als Reservesieger der nordrhein-westfälischen Körung 2021 zu uns ins Landgestüt. Er zeigte sich schon damals als äußerst typvoller Hengst, gut entwickelt und mit viel Riss ausgestattet. Nun hat er im letzten Jahr eine äußerst positive Entwicklung genommen und noch einmal gewünscht körperlich ausgelegt. Er weist die gewünschte Tiefe und Breite des Kaltblüters auf, Korrektheit in den Körperpartien sowie eine gute Oberlinie prägen seine Silhouette. Urquell ist Sohn des in Sachsen gezogenen Bundessiegerhengstes Ursus von Hara, der viele Jahre bei den Eheleuten Fassbender in Kerpen züchterisch wirken konnte. Urquell selbst absolvierte im Herbst 2023 seine Feldprüfung mit 8,25. Hervorzuheben hier die 9,0 für Umgänglichkeit und Nervenstärke sowie die gute Fahranlage und die Fremdfahrerbenotung.
Urquell wird in diesem Jahr noch einmal bei Familie Hand in Sonnenstein in den Zuchteinsatz gehen, wo wir im letzten Jahr bereits äußerst typvolle und charmante Fohlen mit entsprechend Tiefe und Breite in Augenschein nehmen konnten. Ach, hart ist der Grand Seigneur unter unseren Kaltblütern. Er geht in das 21. Lebensjahr, was für diese Population ein beachtliches Alter darstellt. Noch immer erfreut er sich guter Vitalität und Fruchtbarkeit und hat eine beeindruckende Nachkommenleistung aufzuweisen. Achat selbst geht auf Adrian von Aramis zurück. Mütterlicherseits steht die Stute Berla von Berthold zu Buche. Sie war Bundesreservesiegerin und kann bereits 3 gekürte Söhne aufweisen. Im fallenden mütterlichen Stamme geht Achat auf Anja von Piaster zurück, dann folgt die Edda und in 4. Generation der Originalbelgier Avant. Achat zeigte von Anfang an qualitätsvolle Fohlenjahrgänge und über die Jahre hat sich mit der Anzahl der Staatsprämienstuten und auch der gekürten Söhne, es sind mittlerweile 7, die Qualität seiner Vererbung gezeigt. Er selbst konnte seine Leistungsprüfung mit 8,19 im Jahre 2006 gewinnen. Aufgrund seiner guten Vererbungsleistung hat Achat nicht nur positiven Einfluss auf die Population der rheinisch-deutschen Kaltblüter genommen, sondern wurde auch über die Statue des Wanderehrenpreises, die an den Sieger der Krumker Kaltblutkörung alljährlich vergeben wird, für immer verewigt. In diesem Jahr wird Achat als Pachthengst bei Charmaine Kaufmann in Brandenburg in den Zuchteinsatz gehen. Mit Nussbaum ist es gelungen, einen besonderen Hengst im Pachtverhältnis in diesem Jahr für das Landgestüt Moritzburg zu gewinnen. Nussbaum war Siegerhengst der Kaltblutkörung in Krumke 2022. Er geht zurück auf Navajo von Newton und damit auf Nando und vertritt damit die Hengstlinie des Nahkampf. Mütterlicherseits liegt die Stutenfamilie der Undine von Nabob von Esstedt zugrunde. Nussbaum selbst ist ein auffälliger Hengst, denn er trägt bereits die besondere Farbe des Rappschimmels bzw. Rappstichels. Er ist aber auch ein Hengst, der über die besten Typmerkmale seiner Rasse verfügt. Er zeigt Wucht und Schwere, Tiefe und Breite bei gleichzeitig korrektem Exterieur und Körper. Im Rahmen seiner Hengstleistungsprüfung im Jahr 2023 beeindruckte er an den Leinen seines Züchters Dr. Jürgen Böhm aus Bismarck vor allen Dingen durch Leistungsbereitschaft, Leistungsfähigkeit und Ausgeglichenheit. Er erhielt die Höchstnote von 10,0 für das Verhalten und die Umgänglichkeit im Schwachholzziehen, für die Arbeitswilligkeit und die Zugmanier sowie im Fahren den Trab vergaben die Richter die 9,0. Nussbaum wird in diesem Jahr auf der Deckstation in Ortmannsdorf verfügbar sein. Ja, meine Damen und Herren, das war sie, die Hengstpräsentation 2024. Und die Landstallmeisterin ist zufrieden, oder? Ja, das bin ich. Und ich hoffe, dass wir auch Ihnen wunderbare Eindrücke von unseren Hengsten verschaffen konnten und dass es gelungen ist, dass auch Sie für Ihre Stute den passenden Partner für die neue Zuchtsaison finden. Gleichzeitig möchte ich Sie einladen zu den Hengstparaden 2024. Sie wissen, 100 Jahre Moritzburger Hengstparaden und Moritzburger Hengste. Na dann, auf nach Moritzburg!